Michael und du, ihr habt ja bei der Hochzeit von Roman Niewotniczanski zusammengesetzt. Was war denn das für ein Abend? Erzählt mal von dieser Hochzeit. Das war eine großartige Hochzeit und es war vor allem so. Wir machen jetzt bunte, wir machen ein bisschen bunte. Dass unser Tisch richtig viel Spaß hat. Wir haben extrem hier gelacht und irgendwann kam der Roman und hat gesagt, hey, das ist meine Party, was macht ihr hier irgendwie? Also es war ein Top-Tisch, war wunderbar. Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's mal wieder, Denise. Tja, und heute haben Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus dem rheinhessischen Westhofen und ich Besuch aus Österreich. Denn Michael Moosbrugger vom Weingut Schloss Gobelsburg aus Langenlois ist in the house. Er nimmt uns mit auf eine Reise durch das Kammtal und lässt uns eintauchen in die Geschichte des Weinguts Schloss Gobelsburg, in dessen Keller schon mehr als 850 Jahrgänge heranreifen durften. So viele spannende Geschichten. Für einen Gast wie Michael Moosbrugger sind 90 Minuten eigentlich viel zu wenig. Aber hoffentlich Zeit genug, um Lust zu machen auf einen Trip in diese tolle Weingegend und zum Schloss Gobelsburg. Na dann, Chin Chin und viel Spaß. Sie sah gut aus auf der Bank, bin mir sicher. Schön, dass du da bist. Gut. Ah, das schmeckt schon wieder, gell? Non-Vintage. Mhm. Sekt Austria Reserve. Mhm. Haben wir doch gleich einen Einstieg, oder? Mhm. Gleich mal fragen, was eigentlich Sekt Austria Reserve ist. Erste Frage kommt heute an von Philipp. Also wir haben aber schon ein paar Sachen jetzt klargestellt, weil du kommst aus Österreich, ja, kommst aus Langenlois, aus dem Kammtal und hast einen Sekt dabei, weil man in Langenlois auch so sektaffin ist, nicht wahr? Das hat damit zu tun, dass also in den letzten drei Jahrzehnten Langenlois so ein bisschen zum Epizentrum der österreichischen Schaumweinszene sich entwickelt hat. Aus einem unerfindlichen Grund gibt es in Langenlois eine sehr hohe Konzentration an Sektproduzenten. Willi Bründelmeier, der Fred Leumer, der Alvin Jurcic, die Steiningers, Gobelsburg, Topf, also lauter Top-Produzenten, die sich alle hier um Langenlois herumtummeln. Und das Interessante ist, es hat ja in Österreich grundsätzlich einmal jeder Winzer bietet einen Winzersekt an. Mhm. Aber in der Regel ist es halt so, dass man als Winzer dann einen Grundwein herstellt und das gibt man dann zum Spezialisten und dann kriegt man den fertigen Sekt dazu. Mhm. Und in Langenlois ist es aber so, dass die meisten Spitzenproduzenten dort alle selbst im Keller wirklich produzieren. Mhm. Das führt schon dazu, dass sich daraus irgendwie ein bisschen so eine eigene Szene dann bildet. Mhm. Weil wir als Winzer dann miteinander reden, wir verkosten miteinander, wir diskutieren und daraus ergibt sich dann so eine Art Kulturkreis. Das ist dann schon das, was dann quasi dann vielleicht dann auch dann diese Herkunft Langenlois eben als Sektdestination dann ein bisschen auszeichnet. Mhm. Und die Rebsorten, die da hauptsächlich in Verwendung sind für die Sektgrundweine, wie kann man das definieren? Ist das so, dass ihr euch da alle einig seid oder ist das sind das sehr unterschiedliche Strömungen? Also, da gibt es schon zum Teil noch sehr unterschiedliche Zugänge. Also es gibt natürlich Produzenten, die haben so dieses große Vorbild der Champagne irgendwie vor Augen und versuchen halt möglichst nah sozusagen an dieses Ideal heranzukommen. Wenn man das dann versucht, dann verwendet man natürlich dann quasi dann auch dieselben Rebsorten wie dort und dieselben Technologien und so weiter. Also in Gobelsburg habe ich hier immer einen etwas anderen Ansatz gepflegt, weil für mich war sozusagen nicht so sehr die Frage, inwieweit wir sozusagen jetzt möglichst nah jetzt irgendwie an das Produkt der Champagne herankommen, sondern was jetzt im Kontext unseres Gebietes so vielleicht der typischste Ausdruck sein könnte. Mhm. Und daher verwenden wir als hier hauptsächlich eigentlich Rebsorten, die bei uns also heimisch sind, autochthone Rebsorten, Grüner Veltliner, Welsch, Riesling. Beim Blanc de Blanc ist jetzt ein ganz winziger Anteil eben auch noch ein Chardonnay dabei. Aber das hat sich halt so ergeben, das kennst du sicher auch. Manchmal bekommt man so einen Weingarten, da steht halt dann zufällig dann eine Rebsorte drauf, die man normalerweise nicht im Sortiment hat. Das kennen wir in Rheinhessen sehr gut. Was macht man damit? Und in dem Fall verwenden wir diese Trauben dann eben dann für den Blanc de Blanc. Das Ziel ist einerseits sozusagen auf qualitätstechnisch auf höchstem Niveau zu arbeiten. Das heißt also, wir lesen in Kleinkisten, wo sozusagen die Trauben nicht gequetscht werden dann in den Kisten, dass sie also unverletzt wirklich dann in den Keller kommen, werden dann Ganztrauben gepresst und wir verwenden aber auch nur 40-45% jetzt sozusagen der Traube. Das heißt, das ist ja ähnlich wie beim Schnapsbrennen. Also da kommt der Vorlauf kommt weg, der Nachlauf kommt weg und nur das Herzstück aus der Pressung verwenden wir dafür. Was schlussendlich klassisch wie in der Champagne eigentlich ist. Was ein bisschen natürlich wie in der Champagne ist,
Aber das Ganze ist sozusagen quasi, hat sozusagen jetzt nicht nur Vorbildwirkung, sondern das Ganze hat einen inhaltlichen Grund. Weil was ist Qualität bei Schaumwein? Also Qualität zum Beispiel, eines der wirklichen Qualitätsmerkmale von Schaumwein ist die feine Perlage, oder? Also wenn man sich also die Perlage anschaut, also diese fein ziselierte Perlage, die erreicht man nur, wenn man einen Grundwein hat, der möglichst wenig Gerbstoffe hat. Und beim Pressen ist es so, dass quasi, wenn man sich also die Fraktionen des Pressvorgangs anschaut, dann hat also der erste Teil hat sehr hohe Gerbstoffanteile, der letzte Teil hat sehr hohe Gerbstoffanteile. Und deswegen verwendet man quasi dann für diese Grundweine dann nur eben das Herzstück, wo die Gerbstoffanteile möglichst gering sind, um eben dann so eine feine Perlage dann zustande zu bringen. Und was machst du mit vorne und hinten? Das kommt dann weg, also das wird dann entweder als Tankware dann verkauft oder vielleicht noch irgendwo in einer Literware dann quasi untergebracht. Okay, verstehe. Also ich kann nur sagen, ich war ja jetzt am Wochenende da und das ist sehr herausfordernd, dieses Langenlois. Weil bis du dich da überall durchprobiert hast, da macht die Leber einiges mit. Nun, es ist halt die Frage, wie neugierig du bist. Ich verstehe das schon, weil das auch die Dichte an Qualität ist natürlich ist sehr hoch. Ja. Also ich bin ja sehr stark Riesling getrieben in meiner Neugierde. Aber Kammtal ist tatsächlich für mich so, neben der Wachau, die natürlich strahlend oben mit ihrem Riesling steht, die Region gewesen, die sehr früh mir identitätsstiftend Aufmerksamkeit vonnöten gebracht hat, weil ich einfach gemerkt habe, das juckt mich, das reizt mich. Und auch die unterschiedlichen Böden, zum einen auch das Thema ein paar Verwandtschaften zu uns, der Kalk teilweise, Lösslehmböden zum Teil, haben mich da neugierig gemacht. Und insofern ist es eine tolle Region, aber es ist eigentlich auch gar nicht so groß von der Fläche her. Ne? Wie groß ist das Kammtal insgesamt? Naja, also dieser Donauraum rund um Krems, der ja quasi so eine Kultureinheit darstellt. Also es ist eine Tälerlandschaft, wenn man das so sagen kann. Also man hat das Haupttal der Donau und dann gibt es eben die Seitentäler der Donau, das ist also das Traisental, das Kremstal und das Kammtal. Und diese Region war also bis 1963 eben eine Einheit unter dem Namen Wachau und dann gab es also quasi politische Verwerfungen und hat was dazu geführt hat, dass man eben sozusagen, dass sich diese Appellationen, so wie wir sie heute kennen, sozusagen gebildet haben und wo man sozusagen diese Bereiche eben nach den Talsituationen benannt hat. Und alles zusammen sind so in etwa an die 10.000 Hektar. Das ist vergleichbar also mit der Côte d'Or in der Burgund. Die kleinste Appellation ist das Traisental mit ca. 600 bis 700 Hektar. Danach kommt also dann die Wachau, die hat ungefähr an die 1.200, 1.300 Hektar, ist eine relativ kleine Appellation. Das Kremstal hat dann so 2.800, das Kammtal hat dann ungefähr 4.000 Hektar und der Wagram dann noch einmal so an die knappe 3.000 Hektar. Also alles zusammen sind so knappe 10.000 Hektar so ungefähr. Ja, gut, aber es ist am Ende dann tatsächlich so, Westhofen hat 750 Hektar. Ja. Aus Sicht eines Rheinhessen ist das doch irgendwie kleinteilig und mit einer sehr, sehr hohen Qualitätsdichte auf so kleinem Raum. Und insofern jetzt gerade, wenn man Langenlois nimmt, dann im Speziellen, da gibt es halt doch auch einiges zu verkosten. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass das ein anstrengendes Wochenende war. Es war ein anstrengendes Wochenende. Ja, Langenlois war früher schon eigentlich insofern was Besonderes, also wir haben es auch historisch betrachtet, weil es immer schon eine Bürgerstadt war. Ja, also das heißt, die Geschichte Österreichs ist ja sehr stark geprägt durch die Geschichte der Klöster und der Mönche. Auch das Schloss Gogelsburg ist natürlich auch sozusagen, ist heute sozusagen das große Beispiel eines Zisterzienserweinguts. Also wir sind ja sozusagen quasi das Eberbach von Österreich. Aber trotzdem, Langenlois war früher schon historisch gesehen sozusagen immer so eine Bürgerstadt, geprägt also durch den Weinhandel. Also wenn man zum Beispiel den Untergrund von Langenlois sich anschaut, ist das also ein riesengroßes Kellerlabyrinth. Ja. Also dieses Läusium, das man sich ja auch anschauen kann, zeugt eben davon sozusagen, wie verzweigt und wie weitläufig sozusagen diese Kelleranlagen dort waren. Deswegen hat es also quasi auch im Kontext sozusagen und im Vergleich eben zu Krems zum Beispiel einen ganz anderen Stellenwert. Ne? Jetzt kommst du ja ursprünglich gar nicht aus Langenlois, ne? Genau. Sondern aus Vorarlberg. Mhm. Und wie kommst du denn jetzt zum Kloster oder das Kloster zu dir, also zum Schloss Gobelsburg? Naja, also ich komme ja ursprünglich aus der Hotellerie, aus der Restauration, habe auch viele Jahre auch als Sommelier gearbeitet. Und der Weinbezug beginnt eigentlich mit meinem Vater.
Also mein Vater hat also die Hotelfachschule in Lausanne besucht und hat dort schon eine wirklich internationale Weinausbildung bekommen. Und das war also für damalige Verhältnisse, man muss sich damals vorstellen, also das waren so die 60er Jahre, die 50er Jahre, Ende der 50er Jahre, also in Österreich. Das war knapp sozusagen, nachdem also quasi Österreich von der Besatzung wieder frei wurde. Da gab es in Wahrheit eigentlich nichts. Ja. Und der hat damals die Hotelfachschule gemacht und war der Erste, der eigentlich quasi so Weinkultur am Arlberg gebracht hat. Mein Vater war so der Erste, der Kolwenz zum Beispiel am Arlberg gebracht hat, Jamek gefördert hat, Salomon gefördert hat. Also auch viele Kollegen, heutige Kollegen quasi, deren Väter, die gingen alle bei uns aus und ein. Und ihr habt ein sehr schönes Hotel, die Familie hat ein sehr schönes Hotel. Ja, also ein kleines Fünf-Sterne-Hotel. Rue des Châteaux, die Kost in Lech. Großer Klassiker, würde ich auch sagen. Und, klein, aber fein. Genau. Und mein Vater kam aber von einer Himalaya-Expedition nicht mehr nach Hause, was dazu geführt hat, also dass die Kinder alle in ihrer Ausbildung nach Hause kommen mussten und der Mutter helfen mussten. Und meine Mutter hat mir so quasi dann den Weinkeller übergegeben und hat gesagt, so, und das machst du jetzt. Ja. Und das war sozusagen, ich war damals 22. Ja, also das war dann sozusagen, das war natürlich in dieser Schockstarre, war das natürlich eine Ausnahmesituation. Das war eigentlich sozusagen dann mein wirklicher Einstieg dann eigentlich dann in die Weinwelt. Ich habe dann natürlich dann auch dann meine ersten Weinreisen dann gemacht, also zusammen mit unserem, mit einem ganz tollen Sommelier damals in der Post, den Gernot Brandner. Der hat mich also dann sehr gefördert und wir haben dann viele Weinreisen gemacht, also nach Südtirol, nach Österreich, aber dann auch ins Ausland, nach Bordeaux, Italien und so weiter. Und war dann viele Jahre dann eben dann in der Gastronomie, bis also dann mein Bruder dann soweit war und wir in der Familie dann entschieden haben, also dass mein Bruder das elterliche Hotel dann weitermachen wird. Und ich habe gesagt, ich möchte ganz was anders machen, ich möchte mir selber was aufbauen. Bin dann nach Niederösterreich gegangen, in einen ganz tollen Betrieb, die also nicht nur jetzt Weinbau machen, sondern wirklich ein allumfassender Gutsbetrieb, wo es also Ackerbau, Viehzucht, Weinbau, Obstbau und die hatten auch ein ganz tolles Restaurant dabei. Und das war eine wirklich prägende Zeit, weil ich bin so von 7 bis um 5 sozusagen in den Weingärten gewesen und dann so um 5 sind wir nach Hause gekommen, schnell duschen, umziehen und dann ist es bis um 11 dann weiter im Restaurant gegangen. Also so war das. Das war eine ganz prägende Zeit. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Also wirklich, das war wirklich die Basis dessen, auch was ich heute mache. Und nach meinen Lehrjahren bin ich dann auf die Suche gegangen, eben nach meinem eigenen Betätigungsfeld und war hier aber frei. Also ich war sozusagen, also das ist vielleicht das, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Also ich war jetzt nicht gebunden an einen elterlichen Betrieb, sondern habe in der Steiermark geschaut, im Burgenland geschaut. Und eines Tages kam ein Anruf von Willy Bründelmeier und sagte, wie schaut's aus, hast du jetzt schon was? Da gab es was, was vielleicht nicht uninteressant wäre. Das erste Mal so Mitte Dezember sind wir damals 1995 ins Stift Zettel gefahren und haben uns sozusagen geschneit hat, Schneefahrbahn, sind wir ins Stift Zettel gefahren und haben uns dann mal dort vorgestellt und gesagt, ja, also wir sind und so weiter, da, da, da. Ich war dann das erste Mal dann im Betrieb Ende Jänner, also knapp vor Silvester. Aha. Ich bin dann eingezogen in Gobelsburg Mitte Januar. Also das sind nur mehr 4 Wochen dazwischen gewesen und Ende Januar war dann der Vertrag unterschrieben. Ja. Also das Ganze war natürlich ein Riesenglück, ein Riesenzufall. Ich sage immer, für mich war es Glück und Zufall. Die Mönche sagen, es gibt keinen Glück und keinen Zufall. Also es ist immer so ein bisschen diese Frage der Perspektive, aus der man es dann betrachtet. Gobelsburg ist so ein wirklich historischer Betrieb. Also er ist wirklich ein Spiegelbild der österreichischen Weinbaugeschichte. Ja, also wir haben vor 2 Jahren 850 Jahre klösterliche Weinbaugeschichte gefeiert, wobei also die wirkliche Geschichte beginnt schon mit den Römern. Das Haus hier... Jetzt müssen wir dich einmal unterbrechen. Bevor wir jetzt zu tief eingehen, probieren wir lieber mal... Genau, müssen wir nochmal kurz zurück also zum Wein. Wir haben jetzt einen Langenlois Veltliner, junger Jahrgang 22. Tolle Nase. Also im Prinzip hier startet das Thema Herkunftswein dann eben ganz groß mit Langenlois auf dem Etikett. Mhm. Und ich glaube, das ist
wahrscheinlich schon so flüssige Visitenkarte, einer der meistgetrunkenen Weine aus, von Gobelsburg, nehme ich an. Also Langenlois gehört also zu dem Bereich der wirklich typischen Herkunftsweine bei uns im Gebiet und wir als Betrieb konzentrieren wir uns eigentlich auf diese Weine. Ja, also das sind die typischen Gebietsweine, Ortsweine, Riedenweine, das ist so wirklich das Zentrum und der größte Teil dessen, was wir machen. Und das ist mir auch wahnsinnig wichtig, weil es nach wie vor, auch bei uns in Österreich, obwohl wir jetzt schon seit 20 Jahren ein Appellationssystem haben, also das DRC, gibt es hier nach wie vor noch viele Missverständnisse. Ja, also das heißt, viele Weinbauern sagen, ich mache einen grünen Veltliner, der aus Langenlois kommt. Ja, das ist natürlich quasi schon auch sprachlich inhaltlich falsch, weil es ja nicht darum geht, sozusagen einen grünen Veltliner zu machen, der jetzt quasi irgendwo gewachsen ist, ob das jetzt quasi im Kamptal ist, im Langenlois oder in der Riedelam, sondern es geht ja darum, dass ich mir als Winzer ja die Aufgabe stelle, quasi einen Wein zu machen, der ein typischer Repräsentant dieses Langenlois-Begriffs ist. Ja, also das ist eigentlich sozusagen der Grundzugang, den ich haben muss, wenn ich quasi, wenn es um Herkunft und Herkunftsvermarktung geht, weil Herkunft ja so eine gemeinschaftliche Form der Vermarktung ist. Deswegen sind ja Appellationen und Herkunft ist ja eine soziale Form der Vermarktung. Und es ist eine demokratische Form der Vermarktung. Ja, also das ist ja das, was diese Form der Vermarktung ja unterscheidet, ja sozusagen von den ganzen Fantasiebegriffen und von der Rebsortenvermarktung, weil es hier Aspekte gibt, die sozusagen ganz anders gelagert sind. Umso wichtiger ist natürlich, dass dann auch ein Inhalt dafür steht. Ne? Das ja. heißt, also, wenn genau. also es geht jetzt am Ende darum, für was steht denn Langenlois? Schmecke ich das? Kann ich nachvollziehen? Und was würdest du sagen? Um was es geht? Ja, ich sage hier, wir haben hier kühle, ja, fast zart salzige, aber auch sehr cremig fruchtgeprägte Aromen, die letztendlich von einem Boden sprechen, der auch freizügig mit seiner Frucht ist. Mhm. Das ist offen, das strahlt. Aber es hat, wie gesagt, so ein zartes Salz auch im Gaumen, spricht davon, dass im Untergrund Mineralien ihre Tätigkeit haben. Und wir haben hier beim Veltliner, das ist ja eine Sorte, die ja durchaus auch massiv, intensiv und hochreif und manchmal auch dadurch auch so ein bisschen überkonzentriert wirken kann, hier eigentlich ein Veltliner, der eher tanzt. Das heißt also, hier geht es um Eleganz, hier geht es um Feingliedrigkeit. Und für mich ist es so, dass Langenlois ein Stück weit genau für diese Attribute steht. Egal, ob ich jetzt einen Veltliner vor mir habe oder auch einen Riesling. Das sind so die Dinge, die letztendlich da eine Rolle spielen. Und klar spricht der Riesling ein bisschen ein anderer Dialekt als der Veltliner, aber sie erzählen vom Gleichen. Und darum geht's. Und das ist ein großartiger Einstieg in das Thema Herkunftswein. Ich bin mir sicher, dass es auch eine sehr schöne Reifeschleife haben wir. Das wird ein Wein sein, der sicherlich jetzt erstmal noch in den ersten 3 Jahren mit seiner Jugend unterwegs ist, aber sicherlich auch Haltbarkeit hat. Wobei ich davon ausgehe, dass die meisten Flaschen in den ersten 5-6 Jahren getrunken sein werden, weil es halt einfach lecker ist. Das hilft ja alles nicht. Es ist natürlich einerseits unsere Realität als Winzer, also dass wir natürlich wissen, sozusagen, dass diese Weine oft sehr früh getrunken werden. Andererseits, ich werde ja auch immer wieder international gefragt, ja, wann sollen wir denn diese Weine trinken? Ich sage, man soll die Weine dann trinken, wenn sie einem schmecken. Also das ist einmal, worum geht es bei Wein? Am Ende des Tages geht es um den Genuss. Also das ist ja letztendlich das Grundthema bei Wein. Und es geht jetzt nicht um meinen Genuss und nicht um Philipps Genuss, sondern es geht ja um deinen Genuss. Also deswegen finde ich es aber nicht ganz fair. Das ist nur mein Genuss. Nein, also wenn man sich vorstellt, gerade in Asien. Ja, trinke ich nochmal drauf. In Asien ist es ja so, dass viele, die jetzt sich irgendwie mit Wein beschäftigen, die schauen sich die Parker-Punkte an und die schauen sich die Punkte von dem, von der Genesis Robinson und so weiter. Also all diese Weinexperten, Gurus und so weiter. Und ich sage immer, ja, ich verstehe das natürlich, aber ja, es ist ja nicht die Frage, was dem Herrn Parker schmeckt und was der Frau Genesis Robinson schmeckt, sondern es geht ja um die Frage, was dir schmeckt. Ja? Absolut. Und das Wichtige ist sozusagen, du musst Selbstvertrauen in dich haben und sagen, das Beste ist, man probiert so viel wie möglich aus und bestimmt für sich dann, was einem schmeckt und was einem nicht schmeckt. Punkt. Und man wird sehen, im Laufe des Lebens wird sich das, was einem schmeckt und nicht schmeckt, das wird sich immer verändern. Ja?
Das, was mir vor 30 Jahren... Ich habe meinem Sohn auch gerade erklärt, dass ihm Oliven in ein paar Jahren schmecken werden. Ja. Der ist jetzt 10 und das wird kommen. Aber ja. Es muss ihm nicht jetzt schmecken, aber irgendwann einmal kommt er. Also, er wird sich erinnern an das, was du gesagt hast. Ein paar Sachen gibt es immer sozusagen, die bleiben. Das funktioniert nicht bei allem. Also ich mag zum Beispiel also eine gebratene Kalbsleber zum Beispiel, das ist etwas, was ich nach wie vor nicht mag. Aber ich probiere es immer wieder aus. So, und ich habe das mit Austern genauso gemacht. Ich habe, weil das ist ja ein Ja oder Nein und das ist ja auch so ein bisschen oft eine Glaubensfrage, gerade bei den Austern. Und ich habe mich dann immer wieder drauf eingelassen und habe dann, es hieß dann ja, es waren die Falschen und das musst du frischer und das musst du da und aber auch dort. Im Endergebnis, ich mag es nicht. Das hilft alles nicht. Und ich habe jetzt auch entschieden, ich probiere es auch nicht mehr. Also nach langen Leiden. Das ist prima, mit Philipp kann man sich dann super treffen, wenn man Austern mag. Ja, genau. Aber nochmal zu dem langen Läus, also zurück. Also der Philipp hat das wirklich toll beschrieben. Also auch wieder Wein schmeckt und so. Ich aus meiner Perspektive, sozusagen als Winzer dieses Weines, sozusagen beschreibe den Wein ein bisschen anders. Also ich beschreibe sozusagen den Wein so, Langenlois ist ja ein Wein im Kontext des Kamptals. Das Kamptal ist eine Talsituation. Wenn man sich sozusagen diese Struktur des Tales anschaut, dann hat man, und das zieht sich sozusagen durch alle Täler des Donauraums im gleichen Maße natürlich durch, es gibt tiefer gelegene Bereiche und je weiter man das Tal hinaufgeht, desto mehr steigt also dann die Seehöhe an und desto mehr gewinnt man an Höhe. Und je mehr man an Höhe gewinnt, desto kühler wird es. Bis es irgendwann einmal so kalt wird, dass man das Ende der Weinbauzone erreicht. Ja, das heißt, der Effekt ist der, dass man in allen Appellationen, im Traisental, in der Wachau, im Kremstal, Kamptal, ist überall das Gleiche. Man hat wärmere Bereiche, man hat kühlere Bereiche. Deswegen für den klassischen Kamptal-Wein verwenden wir Trauben aus den wärmeren wie auch aus den kühleren Bereichen, weil sozusagen das dann quasi das Gebiet sozusagen damit abdeckt. Langenlois befindet sich eher am unteren Ende des Tales, ist sozusagen repräsentiert den etwas wärmeren, den relativ wärmeren Aspekt des Gebietes. Daher sozusagen ist der typische Langenlois-Wein zwar ein typischer Kamptal-Wein mit seiner Frische, mit seiner Eleganz, aber er hat schon einen etwas kräftigeren, einen etwas wärmeren Charakter, einen etwas würzigeren Charakter. Also während der typische Kamptal-Wein vielleicht sozusagen jetzt der klassische Jausenwein ist oder Heurigenwein bei uns, ist es der typische Langenlois der typische Wein für das Wiener Schnitzel. Ja. Also, wunderbar! Mist, ich habe die falschen Sachen hingestellt. Wenn wir so weitermachen, gehe ich hier sehr hungrig aus. Fällt mir gerade ein, weil ich ja dann auch in Wien übernachtet habe. Unten am Hotel war ein Restaurant, die haben nur Schnitzel gemacht. Ja. Und die hatten wie ein Schaufenster, in dem die diese Schnitzel gemacht haben. Da konntest du quasi von außen... War das der Fiegel Müller? Na, das war Meißel und Schale. Und hatten die da solche Lappen und das war verrückt. Da war die ganze Instagram-Schar da und alle haben so Fotos gemacht. Ja. Verrückt. In diesem Hotel hat mein Urgroßvater gelernt. Ah. Ja. Also richtig der Kreis. Da gab es auch immer gute Schnitzel deshalb, für euch. Deshalb gibt es auch einen Wein zum Schnitzel. Also meine Familie geht sozusagen in der Hoteliers-Dynastie also sehr weit zurück. Ja. Und mein Urgroßvater war dann Hoteldirektor in Schottland, in Frankreich, in Südtirol. Dort hat er dann meine Urgroßmutter kennengelernt, die wiederum vom Wolfgangsee kommt, also quasi aus dem oberösterreichisch-salzburgerischen. Und die sind dann sozusagen dann über Innsbruck, sind die dann nach Alberg gelandet. Das klingt nach gutem Essen, nach Urlaub. Ja, geil. Sehr anstrengend. Jetzt bist du ja, wir trinken jetzt erstmal diesen wunderbaren Wein. Wir haben jetzt Westhofener Riesling. Ja, wir reden hier auch über die Gemeinde herkunftsmäßig, gehen aber hier einen Schritt weiter. Das ist Westhofener Riesling aus ersten Lagen. Das heißt, wir haben diese Sondersituation in Rheinhessen, dass wir in unserer Abgrenzung erste Lage und große Lage die besten Stücke des Dorfes nochmal skizziert haben und erlauben auch, dass wir mit dem Gemeindenamen diese Klassifikationsstufe kommunizieren. Bedeutet, du könntest auch einen einfacheren Westhofener machen, der dann vielleicht ein bisschen mehr fruchtig und ein bisschen mehr aus den
anderen Weinbergen am Hangfuß oder so kommt, wo es ein bisschen weniger von der mineralischen Seite belebt wird. Hier haben wir jetzt einen Riesling, der tatsächlich aus den Kernstücken des Rebhangs kommt. Also das sind die Satellitenweinberge des Moorsteins. Alles, was so um die große Lage Moorstein drumherum eben existiert. Und insofern haben wir einen Wein, der so sehr stark halt auch von diesem, ja, kalkigen, salzigen Druck am Gaumen eben daherkommt. Die beiden Weine verbindet dennoch, glaube ich, sehr viel, weil sie letztendlich von diesem lebendigen Element und auch so ein bisschen von dieser Salzigkeit leben. Ja. Und wir haben natürlich zwei verschiedene Rebsorten, zwei verschiedene klimatische Verhältnisse. Und dennoch finde ich, dass es in ihrer Gesamttextur sind es beides Weine, die auch echte verwandtschaftliche Eigenschaften haben. Das ist ja eigentlich so ein bisschen ähnlich wie auch in der Burgund. Also auch in der Burgund gibt es ja sozusagen dieses Konzept der Village Premier Cru. Das ist sozusagen quasi, wenn ein Village-Wein sozusagen nur aus Premier Cru-Lagen gebildet wird, sozusagen so ähnlich. Genau so. Also es ist natürlich auch, es ist schon schmeckbar. Also es sind wirklich großartige Weingärten. Und eben genau dieses Salzige, was du gerade eben gesagt hast, also das spürt man also schon sehr fein und auch wirklich eine lange Textur, lang am Gaumen. Sind jetzt natürlich beides sehr junge Weine, wir sind im Jahrgang 22. Ich habe ihn heute wirklich jetzt das erste Mal so in der Hand gehabt und habe gesagt, okay, den nehme ich heute mit zum Probieren, weil ich bin da bisher nicht dran gegangen. Das war mir alles auch noch zu früh. Klar, das ist immer noch früh, aber irgendwann fängt man an, sich mit einem Jahrgang auch mal im Glas auseinanderzusetzen. Ja. Das geht bei mir hier so langsam los. Meine Empfehlung ist, man soll diese Weine entweder in ihrer jugendlichen Schönheit sozusagen quasi genießen, in den ersten 2, maximal 3 Jahren, oder dann quasi dann wiederum in ihrer Reife nach 6 bis 8 Jahren. Also ja, da liegen wir sehr nah beisammen. Ich für mich privat neige dazu dann eher im 2., 3. Jahr oder ab dem 6. Bis was weiß ich, bis ein Jahr dran zu gehen. Dieses ganz Junge ist nicht so mein persönliches. Aber natürlich arbeite ich sehr viel mit den jungen Weinen, weil irgendwann werden sie ja mal vorgestellt. Ja? Ja. Und der Westhofener kam jetzt zum 1. September in den Markt. Und natürlich ist es auch so, dass man über die Weine sprechen muss, wenn sie dann auch auf dem Markt sind. Mhm. Und es macht ja auch keinen Sinn, immer nur über die Weine zu sprechen, die schon lange nirgends mehr zu bekommen sind. Und deshalb muss man irgendwann auch von dem Jahrgang anfangen zu erzählen, muss ein bisschen da auch reinschmecken. Und dann muss jeder selbst entscheiden, wie er damit umgeht. Und es ist immer klüger, mindestens 3 Flaschen zu haben, weil dann kann man eben ein bisschen spielen damit. Und das Schöne ist, dass es ja mit 3, 6, 12, 15, 18 soll ich weitermachen. Varianz gibt. Okay, dann kommen wir doch nochmal zurück zu dir. Also es war mal ein Zisterzienserkloster. Du bist da sozusagen gelandet. Was ist denn jetzt der Unterschied, wenn man so ein Weingut führt, mit so einer Geschichte, mit so einer Historie? Also 850 Jahre hast du, glaube ich, gesagt, allein klösterliche Weinbaugeschichte. Dann hast du mir aber Sachen gezeigt, da sind wir so bei den Römern und noch lange bevor, was ihr dort gefunden habt. Also es hat ja eine riesen Historie. Man kommt dahin so als junger Mann, will sich ja eigentlich, glaube ich, auch ein bisschen beweisen. Aber wie geht man da ran? Das ist ja eine ganz andere Nummer als ein eigenes Familienweingut. Vor solchen Weingütern muss man eine gewisse Demut natürlich mitbringen. Mm. Ja. Und das ist vielleicht auch das, was also ein Weingut wie Gobelsburg vielleicht unterscheidet vom klassischen Familienbetrieb. Also der klassische Familienbetrieb ist schon sozusagen ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Ja, das heißt also, in einem Familienbetrieb versucht man schon sozusagen die eigenen Überzeugungen zu leben, die eigenen Werte hier quasi zu präsentieren, zu leben. Und das ist in Gobelsburg ein bisschen anders. Ja. Also Gobelsburg ist ja so etwas wie ein Weinkulturerbe Österreichs. Also es ist eine Reflexion der österreichischen Weinbaugeschichte. Deswegen sage ich immer, Gobelsburg ist jetzt nicht nur eigentlich ein Weingut, sondern es ist ein bisschen mehr als das. Man hat immer diese Dimension an Geschichte, an Tradition, an Kultur, die man zu beachten hat. Und es geht hier weniger sozusagen um meine eigenen Befindlichkeiten, sondern ich muss bei allen Entscheidungen muss mir immer die Frage stellen, wo kommen wir eigentlich her? Aus jetzt einer geschichtlichen Perspektive und was ist jetzt sozusagen der nächste Schritt in der Weiterentwicklung des Betriebes. Also Gobelsburg ist ja kein Museum.
Ja, also das ist also ich bin kein Freund davon, dass man sagt, okay, es bleibt immer alles beim Alten. Ja, das haben die auch früher ja nicht gemacht. Frage, ist Gobelsburg heute so, weil du da bist, oder bist du heute so, weil Gobelsburg da ist? Also ich glaube... Du weißt, was ich meine. Nein, ich weiß, was du meinst. Und mir wird diese Frage auch immer wieder gestellt, weil auch immer wieder dann suggeriert wird, sozusagen Gobelsburg ist vielleicht jetzt wegen mir quasi. Aber ich sage, es gibt viele, die hätten das genauso machen können wie ich. Bescheiden ist er auch noch. Nein, aber du brauchst nur jemanden, der quasi letztendlich diese Dinge respektiert. Mhm. Die Engländer haben einen sehr schönen Begriff. Die Engländer sagen, I am the custodian of this place. Ja, das heißt also, ich bin jemand, der sozusagen quasi versucht, dieses Erbe irgendwie zu erkennen, es halt möglichst gut sozusagen quasi jetzt in die nächste Generation zu tragen. Oder? Es ist ja ein Riesen, also du sagst ja, das ist ja ein Spiegel der österreichischen Weinbaugeschichte, der überhaupt der Kulturgeschichte. Das ist ja eine Riesenehre auch gewesen, dass die gesagt haben, ja, mach das, ja, oder? Ja, ist es auch. Also es, und deswegen bin ich auch immer mit Demut eigentlich an diese Sache herangegangen und mit sehr viel Respekt und habe mich sehr intensiv auch mit der ganzen Geschichte auseinandergesetzt. Und trotzdem sozusagen glaube ich schon, dass man peu à peu als Betrieb eben nicht als quasi museal, also seinen Betrieb museal betrachten kann, sondern auch wir entwickeln den Betrieb ständig weiter. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist jetzt also nicht nur mein Verdienst, sondern das ist schon der Verdienst letztendlich meines Teams. Also wir sind jetzt also 45 Mitarbeiter, aber die Kernmannschaft, die ist eigentlich mit mir, seit ich das Haus übernommen habe. Also die ganzen Abteilungsleiter sozusagen, die sind schon seit 27 Jahren sozusagen bei mir im Team. Und wir haben ein sehr tiefes Vertrauensverhältnis zueinander und jeder hört dem anderen zu und ich glaube, dass man schon sozusagen so in dieser Konstellation schon sehr viel einfach erreichen konnte. Ja. Jetzt bin ich natürlich ganz neugierig. Wie ist das so? Ich meine, es war ja geführt von den Mönchen. Muss man da durch so eine Art Casting durch? Muss man religiös sein? Wird da sozusagen das religiöse Heft gecheckt? Wie funktioniert das? Also sofern sowas überhaupt möglich ist, das ist ja nicht so ganz einfach. Mhm. Aber natürlich sozusagen ist es natürlich schon wichtig, dass man zumindest einen kulturell-christlichen Hintergrund hat. Mhm. Weil das ist ja auch notwendig, dass du ja überhaupt sozusagen das verstehst, sozusagen, worum es hier geht. Weil hin und wieder werde ich gefragt, naja, welchen Einfluss hat eigentlich das Kloster heute noch sozusagen quasi auf das, was wir tun? Ja. Und dieser Einfluss dessen, was wir tun in Gobelsburg, äußert sich nicht dadurch, dass jetzt Mönche sagen, ihr müsst jetzt das oder das tun, sondern der Einfluss äußert sich aus der Beschäftigung jetzt mit der zisterziensischen und der christlichen Tradition. Mhm. Nicht nur jetzt sozusagen quasi, was jetzt gewisse Grundprinzipien anbelangt. Also es gibt zum Beispiel ein paar sehr schöne Leitmotive, zum Beispiel der Zisterzienser. Eine davon ist Einfachheit und Strenge. Ja? Also es ist zum Beispiel ein ganz tolles Leitmotiv für einen Winzer, weil für mich war das immer besonders wichtig, sozusagen die Dinge so einfach wie möglich zu gestalten, weil je einfacher ich diese Dinge gestalte, desto authentischer werden letztendlich dann die Produkte, die daraus entstehen. Jetzt gibst du ja aber alles rein in dieses Weingut. Du hast es quasi gepachtet, richtig? Mhm. Ist das denn dann nur auf Lebenszeit oder ist das für die Familie, läuft das weiter? Weil du hast ja jetzt auch große Dinge gemacht. Wir Winzer leben ja hier in einer... Wir haben ein ganz merkwürdiges Verhältnis zur Zeit. Ja? Also auch schon im Rosenkavalier, wie gesagt, die Zeit ist ein sonderbar Ding. Ja? Und wir als Winzer, wir sind einerseits, sind wir verhaftet im Moment... Und andererseits müssen wir aber auch sozusagen sehr langfristige Entscheidungen treffen. Eben, ja. Ja, also in diesem Zwieverhältnis leben wir als Winzer. Also einerseits, also wenn man sich gerade also zum Beispiel unsere tägliche Weingartenwirtschaft zum Beispiel anschaut, dann wir können nicht weiter als 1 bis 2 Wochen in die Zukunft schauen. Mhm. Ja. Andererseits, wenn wir einen Weingarten anlegen, dann legen wir den auf mindestens einmal 30 bis 60 Jahre an. Ja, also das heißt also, wir treffen hier eine Entscheidung, die letztendlich für die nächsten 2 Generationen eigentlich fast schon sozusagen gilt. Und daher müssen wir, sind wir auch gezwungen,
für in gewissen Bereichen langfristige Visionen zu entwickeln und ein sehr langfristiges Denken zu entwickeln. Und genauso ist es auch in Gogelsburg. Deswegen habe ich gesagt, es macht keinen Sinn, so ein Weingut für 10, 20 Jahre zu übernehmen. Mhm. Also man muss hier schon sozusagen quasi auch einen entsprechenden Zeithorizont haben. Und deswegen sozusagen haben wir dieses Haus auch einmal zumindest auf 2 Generationen übernommen. Und ich denke, dass also wenn die nächste Generation, also wenn mein Sohn vielleicht einmal dann übernimmt, dass man dann schaut, sozusagen, wie schaut es dann für die nächste Generation dann aus. Ja. Das ist schon großartig. Ja, ist großartig. Und zum Thema großartig habe ich auch einen Wein. Ah. Wir haben nämlich jetzt, das ist wahrscheinlich so mit der berühmteste, neben dem Lamm, Heiligenstein ist für Riesling, ja, hat ein ganz, ganz klangvoller Name. Zur Lage selbst muss der Michi mehr sagen, weil das wird dann einfach ein bisschen detaillierter. Ich kann nur sagen, ich liebe und trinke diese Weine aus dem Heiligenstein sehr, sehr gerne, auch von den Kollegenweingütern. Das ist ein ganz besonderer Weinberg und wir sind jetzt hier im Jahr 2017 und wir haben jetzt auch hier die erste Lage erreicht, ne? Die wahrscheinlich, wenn man das übersetzen würde zu dem deutschen System, eine große Lage wäre. Das heißt also letztendlich haben die österreichischen Kollegen sich ja sehr schlau dazu entschieden, zunächst mal nur die erste Lage zu benennen und dann vielleicht später den Schritt zu machen, dass man eine Etage höher klettern kann. Insofern ist es die Spitze des Eisbergs momentan. Und Lage heißt bei euch Riede, gell? Genau, dieser Begriff Riede ist quasi schon im österreichischen Weingesetz definiert und definiert sich ja darüber, dass dort steht, eine Riede ist ein abgegrenzter Bereich eines Ortes, von dem zu erwarten ist, dass gleichgeartete Weine davon hervorgehen. Eine ganz interessante Definition. Überlässt man euch Winzern auch ein bisschen Freiheit, das dann zu entscheiden. Ja. Und wir haben, nachdem es ja 5000 Rieden in Österreich gibt, haben wir es obligatorisch gemacht, dass jede Riede muss mit diesem Begriff Ried bezeichnet werden. Was es uns ermöglicht, dass man jetzt quasi zwischen Riedennamen und Fantasienamen unterscheiden kann. Ja. Weil es gab immer wieder Winzer, die sehr kreativ waren und Marken und Fantasienamen erfunden haben, die so klingen, als ob sie eine Riede wären. Und viele Konsumenten und auch Sommeliers haben immer geglaubt, aha, das ist eine Riede. Dabei war es gar keine, also quasi nur ein Markenwein. Und deswegen haben wir das jetzt obligatorisch gemacht. Das heißt, und es ist so einfach, dieses System. Wenn sozusagen das Wort Ried am Etikett vorkommt, dann weiß jeder, aha, das ist sozusagen ein Lagenwein. Punkt. Ich meine, bei 5000 Rieden kann man schon auch mal durcheinander kommen. Oder? Naja, so viel sind das gar nicht. ist klar. So, der Michael ist mit uns auf den Heiligenstein raufgefahren. Das war schon abenteuerlich. Ich war sehr froh, dass wir dein Auto genommen haben, das so Kameras überall hat, weil zwischendurch sind wir so hochgefahren, da hast du eigentlich gar nichts mehr gesehen. Also das war schon ein sehr, sehr, sehr beeindruckender Berg. Ja, der Heiligenstein ist schon wirklich, also wie du sagst, es ist eine Ikone. Also das ist, wir haben hier in Österreich mit der Klassifizierung ein bisschen einen anderen Weg gewählt wie der VDP, weil wir sozusagen von unten hinauf klassifizieren. Aber jeder weiß, dass Heiligenstein am Ende des Tages ein Grand Cru ist. Mhm. Also das ist, darüber gibt es keinen Zweifel. Das Problem bei Klassifikationen ist nicht das Offensichtliche, sondern immer sozusagen die Frage der Grenzziehung. Ja, also das ist die Schwierigkeit. Und der Heiligenstein, also der hat aus verschiedensten Gründen so einen ganz besonderen Status bei uns in Österreich. Erstens einmal aus historischer Sicht, weil es ist der Weingarten, der als einer der allerersten schon wirklich als Lage vermarktet wurde. Das andere ist, dass auch der Boden hier ganz besonders ist, weil es eine geologische Insel innerhalb des gesamten Donauraums ist. Ein Gestein, das aus der Permzeit kommt. Das ist so ein Wüstensandstein, Vulkanit, Konglomerat und ist daher per se jetzt nicht was Besseres, aber er ist was anderes. Jetzt, dieser ganze Berg ist ja auch so wahnsinnig toll angelegt. Also es gibt diese Trockenmauern, dann habt ihr Böschungen stehen lassen. Also man hat wirklich das Gefühl, das ist so ein, also es ist natürlich angelegte Weinkultur, aber inmitten wirklich von einem unglaublich ökologischen Umfeld. Also man hat wirklich das Gefühl. Aber das ist letztendlich genau das, was in der heutigen Zeit wichtig ist, zu begreifen, dass das kulturell, historisch entstanden ist und dass diese Orte deshalb so
aufregend sind, auch hinsichtlich des Naturschutzes und Möglichkeiten. Weil dort Weinbau betrieben wird, existiert diese Besonderheit. Mhm. Das stimmt, ja. Ja. Ne? Diese Trockenmauern würden da nicht stehen, wenn da nicht Reben stehen würden. Mhm. Ja. Ja. Was ich auch so beeindruckend fand, das hast du mir versucht zu erklären, ihr habt ja Terrassen auf dem Heiligenstein angelegt. Da habe ich gesagt, ah ja, toll, Terrassen. Dann hast du gesagt, ja, Denise, aber du musst halt erst mal fragen, warum macht ihr das überhaupt mit den Terrassen? So, erzähl mal, warum macht ihr denn das überhaupt mit den Terrassen da? Naja, also es ist ja so, also wenn man zu uns ins Gebiet kommt, dann fällt einem gleich einmal eines auf. Nämlich, es gibt so zwei grundlegende Weingartenstrukturen bei uns. Das eine sind eben diese terrassierten Weingärten entlang der Donau und der Seitentäler der Donau, die sehr trocken sind, sehr hohe Mineralisierungen im Boden aufweisen, daher ideal für Rieslinganbau sind. Und andererseits gibt es Weingärten, die basierend auf Löss auf Lehm sind, mit guter Wasserversorgung, was wiederum ideal für grüne Wettlinge. Mhm. Die Frage ist sozusagen, warum gibt es bei uns in Österreich und im Donauraum Horizontalterrassen? Mhm. Ja? Und warum an der Mosel und vielfach in Deutschland, im Rheingau und so weiter, sind das Vertikalterrassen? Warum ist das so? Man muss immer bedenken, dass wir in Österreich kontinentales Klima haben. Das heißt also, wir haben einen durchschnittlichen Niederschlag bei uns von 400 bis 450 Liter. Das heißt also, wir müssen versuchen, bei uns als Winzer jeden Tropfen Wasser, der uns geschenkt wird, sozusagen im Berg zu erhalten. Wie viel haben wir ungefähr? In Rheinhessen liegen wir ähnlich, aber wir sind halt nicht so steil wie die Mosel unterwegs. Okay. Deswegen sind unsere Terrassen eben sozusagen quasi diese Horizontalterrassen mit einem negativen Winkel quasi zum Berg, dass wir sozusagen, dass das Wasser nicht wegrennt, sondern dass das möglichst im Berg erhalten bleibt. Und irgendwann gibt es eine Grenze, da habt ihr wieder normal gezeilt? Genau. Wenn wir die Wahl haben als Winzer, dann zeilen wir natürlich immer Nord-Süd. Ja? Weil nur in einer Nord-Süd-Zeilung wir sozusagen in der Früh die Sonne auf der einen Seite der Erziehung bekommen und am Abend dann sozusagen auf der anderen Seite. Mhm. Und damit auch ein gleichmäßigeres Traubengut bekommen. Wie war das jetzt in den letzten Jahrgängen? Habt ihr auch vermehrt Probleme mit Frühjahrsfrösten nach dem Austrieb oder ist das was, was euch nicht so berührt? Also ich habe nachgelesen in den Protokollen des Weinbauvereins. Dort ist schon verzeichnet, dass man im 19. Jahrhundert schon geräuchert hat, eben als Frost, Frostbekämpfung. Und das machen wir nach wie vor. Also wir haben, wenn die Situation kommt, dass es ein Frühjahrsfrost kommt, dann haben wir haben also an den verschiedensten Stellen im Gebiet haben wir Stroh gebunkert. Ah, okay. Und dann wird also dieses Stroh wird dann quasi dann etwas gewässert und dann angezündet und das erzeugt unheimlich viel Rauch. Und dann werden die Schinken rausgehängt. Es gibt eben die rauchige Note im Wein. Immer wenn die Schinken raushängen, ist Frost gefahren. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch gemacht wird. Nee, das mit den Schinken nicht. Und die Idee dahinter hinter dem Räuchern ist, dass wenn man jetzt sozusagen die Weingärten einräuchert, wenn die Sonne aufgeht, dann reflektiert sozusagen die Sonnenstrahlung sozusagen eben auf diesem Nebel und kann eben nicht so schnell an die Blätter heran und das führt zu einer langsameren Erwärmung der Blätter und das schützt sozusagen dann. Verrückt. Das funktioniert. Und das funktioniert. Das ist wie so ein Vulkanausbruch sozusagen. Das funktioniert. Du musst es nur schaffen, dass du wirklich eine kollektive Mannschaft bei den Winzern sozusagen zusammenbringst, die dann wirklich dann gemeinschaftlich sozusagen dann das ganze Gebiet großflächig dann einräufen. Ja? Aber ich habe das Gefühl, ihr seid euch da sehr einig. Ne? Also alle, die da am Heiligenstein was haben. Das sind schon alles Winzer, die an einem Strang ziehen, habe ich das Gefühl. Es sind alles Spitzenwinzer, die... Es sind sehr viele Spitzenwinzer, die an einem Strang ziehen. Aber es gibt natürlich auch kleinere, unbekanntere, junge Winzer zum Beispiel, die ja letztendlich wiederum davon profitieren. Deswegen ist ja eben auch ein Appellationssystem, ein soziales System. Jeder junge Winzer, auch wenn er ganz unbekannt ist, profitiert davon, weil er Namen anbieten kann auf seinen Weinen, die halt einfach bekannt sind und so weiter. Das ist der soziale Aspekt. Ja, natürlich. Also kein Widerspruch. Strahlt man aus. Sehe ich auf jeden Fall so. Und deshalb ist es auch so, dass man grundsätzlich immer die Offenheit haben sollte, dann auch unbekannte Weine vom Erzeugerseite her zu probieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass aus so einem tollen Weinberg was Gutes rauskommt, ist dann doch deutlich größer. Das muss man einfach klar sagen. Es ist am Ende so, dass es wenig Weinberge gibt,
die quasi noch völlig unentdeckt sind. Und natürlich können klimatische Veränderungen zu neuen Entdeckungen führen, das ist überhaupt keine Frage. Insofern braucht man in so einem System trotzdem die Offenheit, dass auch etwas Neues sich etablieren kann. Mhm. Und wenn man diesen Aspekt berücksichtigt, dass man auch als Newcomer auf unbekannten Terror die Chance hat, letztendlich Teilhaber der Klassifikation in der Spitze zu sein, wenn man über Jahre gute Arbeit macht, dann ist das System wirklich ein soziales System. Stimmt. Und wenn irgendwo was spannend ist, dann zeigt sich das mit der Zeit. Mhm. Und wenn mit der Zeit ein Wein immer wieder auffällt, dann entsteht Aufmerksamkeit. Ja. Es gibt halt einfach Weingärten, die bringen halt über die Jahre hinweg und in warmen und in kühlen Jahren immer was Besonderes hervor. Ich muss da nochmal nachschauen. Das ist vielleicht dieser transzendente Aspekt in der Weinbereitung. Magst du auch noch? Ich schenke dir nochmal nach, da ist ein bisschen kühler. Weil das müssen wir schon nochmal besprechen, das ist schon sehr, sehr gut. Den Heiligenschein, ja? Jeder einzelne Inhaltsstoff von seinem Wein kann analysiert werden. Und trotzdem wissen wir immer noch nicht, warum ein Wein so schmeckt, wie er schmeckt. Das ist eben dieses Transzendente. Also es gibt immer noch Dinge, die unserer unmittelbaren Wahrnehmung entzogen sind. Und wir können viel erklären, ja, aber auch nicht alles. Mhm. Und das muss ich sagen, das ist das Schöne eigentlich auch am Wein. Also das finde ich eigentlich was Beglückendes, weil es nicht nur Wissenschaft ist, sondern es auch einfach Erfahrung braucht, um eben Großartigkeit irgendwie zu produzieren. Ja. Was mich interessieren würde, also wenn man jetzt mal ganz konsequent einfach nur über diesen Wein sprechen, 2017, Heiligenstein, Gobelsburg. Ich finde, dass es in der Nase eine wahnsinnige Traubigkeit hat. Das ist pure Traubenaromatik, kristallklar. Und dann kommt das, was der Michi schon so schön beschrieben hat, dieser Boden, der sich durchsetzt, der den ganzen Wein trägt. Und zwar von Beginn bis hinten raus. Aber diese Traubigkeit, das ist so ein Element, das kriegt man nicht oft, dass es so pur kommt. Eher Jahrgangsthema oder Stil Gobelsburg? Stil Gobelsburg. Wir haben natürlich über all diese Jahre, Jahrzehnte natürlich schon sehr viel Erfahrung jetzt irgendwie sammeln dürfen. Und das ist ja letztendlich dann schon das, was dann einerseits einen Betrieb auszeichnet, aber schon dann auch wiederum ein Gebiet auszeichnet, das irgendwie Winzer jetzt nicht nur ihren Ego-Trip leben, sondern dass sie quasi gemeinschaftlich arbeiten. Mhm. Wir diskutieren das immer sehr oft, ja, weil immer so dieses Argument kommt, naja, also wenn man jetzt 5 Heiligensteine oder 10 Heiligensteine auf einem Tisch will und jeder schmeckt ja dann doch irgendwie anders. Ja, ja, natürlich schmecken sie anders, weil der Heiligenstein vom Alwin schmeckt natürlich ein bisschen anders wie der Heiligenstein von Gobelsburg. Mhm. Also du hast das ja selber ausprobiert. Ja. Ja? Aber wenn du jetzt also 10 Heiligenstein hier auf den Tisch stellst, ja, und 10 Leubenberg daneben auf den Tisch stellst, dann kriegst du sozusagen schon sozusagen einen Eindruck dessen, sozusagen, was eigentlich den Heiligenstein ausmacht und das, was den Leubenberg ausmacht. Und das sind jetzt aber nicht nur Dinge, sozusagen, die jetzt rein jetzt über den Boden und das Klima quasi ausgedrückt werden, sondern das ist auch sozusagen eine Frage sozusagen der Kultur der Winzer, die das sozusagen quasi betreiben. Okay, das damit aber übersetzt auch eine Stilfrage. Arbeitsweise, welche Themen in der Aromatik vielleicht eine besondere Betonung erfahren. Genau. Ja. Also schau, bitte erinnere dich zurück, also wie du begonnen hast, welche Ideale du damals gelebt hast und welche Ideale du heute lebst. Ja? Ich kann mich erinnern, wo ich angefangen habe, da gab es einen Wettbewerb unter den Kollegen in Langenlois, wer der letzte Winzer ist, der aufhört bei der Lese. Na klar, oder? Na klar, logisch. Heute gibt es einen Wettbewerb, 20 Jahre später gibt es einen Wettbewerb, wer ist der Erste, der fertig ist mit der Lese. Ja? Also du siehst sozusagen diese Dinge. Es gibt Trends einfach. Es gibt einfach Trends. Mhm. Ja? Und zwar quasi Art kollektive Trends. Ja? Jetzt waren wir ja letzte Woche bei dir, da wart ihr noch in der Lese. Ihr wart ein, ich glaube, du und noch ein anderer Winzer. Ansonsten waren alle schon fertig und alle haben, die ich getroffen habe, haben dich auch bedauert und haben gesagt, oh mein Gott, der hat noch 8 Tage Lese. Und du hast gesagt, ich bin total glücklich, weil jetzt werden die Trauben für uns erst richtig gut. Ja, so. Ihr habt
auch ein bisschen Hagel und sowas gehabt, aber ihr kamt gut durch den Herbst jetzt, ne? Also wir hatten einerseits das Pech, dass wir ein bisschen einen Hagel hatten zur Unzeit. Ja, also gerade also zu einer Zeit, wo man es also wirklich überhaupt nicht mehr baut und wo man es eigentlich auch nicht gewohnt ist, dass man sowas noch einmal hat. Aber so, und das Glück im Unglück war, dass danach war es sozusagen dann nur mehr schön. Mhm. Das heißt also, alle hagelgeschädigten Beeren sind dann wirklich dann eingeschrumpft und sind also dann quasi so rosinenartige Gebilde dann geworden. Und der Rest ist wunderbar. Wir haben halt jetzt quasi eine Ausdünnung von 15-20% erlebt. Aber mit dem, was jetzt noch da ist, werden wir ganz tolle Weine machen. Aber es ist halt so, Gobelsburg ist vielleicht ein Betrieb, der sich schon ein bisschen sozusagen diesen Modeströmungen entzieht. Mhm. Ja? Also wir waren nie die Letzten, vor 20 Jahren, wir waren nie die Letzten, die aufgehört haben. Und wir sind heute sozusagen nicht die Ersten, die fertig sind. Wir haben sozusagen immer sozusagen irgendwie dieses klassische Mittelmaß irgendwo gesucht. Wir stehen für die klassischen Weine des Donauraums. Ich habe auch schon irgendwie gesucht, ob es irgendwo ein Natural irgendwo auszupacken gibt. Also ich schätze diese Naturweinszene sehr und ich bin der Meinung, dass diese Bewegung extrem wichtig für die Weinwelt ist. Mhm. Ja? Nicht alles ist gut, was es dort natürlich gibt, aber es gibt sehr gute Sachen. Aber das Entscheidende in meinen Augen ist, dass es der Versuch ist, sozusagen aus dieser Industrialisierung auszubrechen. Die grundlegende Idee der Naturweinszene ist, dass im Umkehrschluss, je weniger Technologie, je weniger Chemie wir in der Weinbereitung einsetzen, desto individueller werden Weine. Ja. Mhm. Und in diesem Spannungsfeld sozusagen hat, glaube ich, diese Naturweinszene sehr viel gebracht für die Weinwelt der heutigen Zeit. Und deswegen möchte ich sie nicht missen. Jetzt hast du ja aber auch noch sowas gemacht. Naturwein wäre natürlich die absolut falsche Bezeichnung. Also du machst historische Weinbereitung. Das geht ja aber in die Jahr. Du hast meinen Plan. Achso, Entschuldigung, was wäre jetzt dein Plan? Der sollte nach dem Weltliner kommen. Aber kommt jetzt ich kann aber soll ich überreden? Ne? Also ich kann auch überreden. Wir lassen den Michi entscheiden, ob er erst den Traditionswein soll. Ich glaube, wir machen jetzt den Tradition, glaube ich, weil das ja, passt schau. Das, glaube ich, in das ich Thema. Ich bin zu tief hast drin im Thema. Ja, okay, also pass auf. Ja, wir haben ruhig. Also historische Weinbereitung. Man kann es natürlich nicht gleichsetzen mit der Naturweinszene, aber du konzentrierst dich ja auf einen Bereich, historisch, eigentlich vor der Industrialisierung. Genau. Richtig? Mhm. Und zwar hast du gelernt aus allem, was bei euch letztlich im Weingut schon gemacht wurde. Vor circa 200 Jahren, also zwischen der Französischen Revolution und der Mitte des 19. Jahrhunderts, 1850, das ist eine ganz interessante Zeit, wenn man sich dort also die Literatur anschaut, wie wird dort gearbeitet, wie wird dort gedacht und so weiter, dann sieht man, dass das schon ganz, ganz rudimentär anders ist als das, was wir heute tun. Mhm. Nämlich einerseits handwerklich, andererseits auch sozusagen die Vorstellungswelt, was ist eigentlich Wein? Ja? Wie sehen wir Wein, all diese Dinge? Und deswegen, und das habe ich einfach interessant gefunden, einerseits, andererseits muss ich auch sagen, in seinem Weingut, glaube ich, hat man auch eine gewisse Verpflichtung, dass man diese Dinge nicht ganz vergisst. Mhm. Weil man sieht es auch, also im Zuge dieser Naturweinbewegung berufen sich auch sehr viele Winzer quasi jetzt irgendwie auf, man möchte zurückgehen sozusagen, wie die Vorfahren gearbeitet haben oder wir arbeiten so wie früher und all diese Dinge. Und ich stelle immer wieder fest, dass viele eigentlich gar kein Wissen darüber haben, wie man früher überhaupt gearbeitet hat. Mhm. Ja? Deswegen glaube ich, ist es schon so wichtig, dass es auch Winzer gibt, die sich also mit diesen Themen auseinandersetzen. Und das hat also nichts damit zu tun, dass man jetzt eine alte Baumpresse betreibt, sondern da geht es also um ganz andere Dinge. Deswegen habe ich 2001 eben begonnen, sozusagen Weine zu machen, die so gemacht werden, wie man vor 200 Jahren eben gearbeitet 2001 hat. 2001 schon? 2001, ja. Also 2001. Verrückt, war der erste Tradition. Aber das heißt, es ist so eine Zeit vor einer Filtriermaschine, vor einem Pumpsystem, vor einer Elektrizität im Keller. Schaltest du dann alles ab? Reden wir über Weinberg oder reden wir nur über Keller? Also wir reden im Wesentlichen eigentlich über die Weinbereitung. Okay. Also Keller. Also es geht quasi bei der ganzen Geschichte sozusagen nicht darum, dass man jetzt quasi 1:1 Weine macht, so wie sie vor 200 Jahren waren. Warum? Weil es gar nicht geht.
weil uns einfach in der heutigen Zeit erstens einmal die Weingärten nicht mehr zur Verfügung stehen, die Strukturen nicht mehr zur Verfügung stehen. Man hatte damals alles gemischte Sätze und diese gemischten Sätze waren jetzt nicht Weingärten, die wie heute, es gibt ja heute auch wieder gemischten Satz, aber das sind ja artifizielle Weingärten. Ja, also man muss sich ja vorstellen, der gemischte Satz, so wie er quasi vor 200 Jahren existiert hat, war das Produkt einer Evolution. Das heißt also, man hat quasi über Generationen immer was dazugepflanzt. Entweder das hat sich quasi jetzt was Neues irgendwie bewährt oder nicht bewährt. Und das war evolutionär gewachsen. Der gemischte Satz war eine Anbauform in den Weingärten, die unterschiedliche Funktionen erfüllt hat. Okay. Ja, eine der Funktionen war, dass es so eine Art Risk Management war. Ja, das heißt, man hat eigentlich in der Regel immer frühreifende, mittelreifende, spätreifende Sorten quasi durcheinander gepflanzt, weil die Jahrgänge zur damaligen Zeit wesentlich extremer ausgefallen sind wie heute. Ja, okay. Also die Möglichkeiten, die wir in der heutigen Zeit haben, im Reglementieren der Erträge und so weiter, die hatte man damals nicht, auch zum Teil aus religiösen Gründen. Ja. Okay. Man konnte keine grüne Ernte irgendwie machen. Warum? Was der Herr eigentlich gegeben hat, konnte man nicht auf den Boden schneiden. Also das habe selbst ich im Weingut noch erlebt, dass der Pater Bertram zu mir gesagt hat, also das erste, wo sie die erste Mal Grünlese gemacht haben, sozusagen im Weingut, war 1996 war ein extrem kühles Jahr und wir wussten schon, wenn wir da quasi nicht die Weingärten extrem zurücknehmen, dann wird es nichts. Ja? Und der Pater Bertram hat gesagt, ja, du traust dich was. Ja? Weil das wäre zu seiner Zeit nicht. Fairerweise muss man sagen, das war früher, glaube ich, auch nicht unbedingt das Thema, weil am Ende war man froh, wenn man Ertrag hatte. Ja, weil das Problem ist ja, dass allein Krankheiten, Witterungsbedingungen und so weiter tendenziell eher eine größere Gefahr noch dargestellt haben, weil man sich nicht so schützen konnte. Ja. Also erstens das, also große Jahrgänge waren meistens begleitet eigentlich durch natürliche Katastrophen, ob das Hagel war, ob das Frost war, die dazu geführt haben, dass der natürliche Ertrag sehr nieder war. Und das waren eigentlich dann Jahrgänge, die dann letztendlich sehr klein waren, aber von der Qualität her großartig. So, jetzt bin ich aber mal neugierig und muss mal konkret fragen, was steckt hinter Tradition? Sorry für meine Ungeduld. Ist voll gut. Nein, das ist eine sehr gute Frage, weil das Interessante ist ja sozusagen, was kommt zuerst? Kommt zuerst sozusagen die technische Möglichkeit, die ich jetzt als Winzer habe, oder kommt zuerst meine Vorstellungswelt, aus der sich meine Verhaltensweisen heraus ergeben? Wir könnten jetzt damit anfangen, sozusagen, wie haben Sie es konkret gemacht? Ja? Oder wir können damit anfangen, wie war Ihre Vorstellungswelt? Ja? Und ich würde mal sagen, dass ich nicht gleich eine Antwort kriege. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einmal mit der Vorstellungswelt an, weil aus dem leitet sich nämlich sozusagen das Handwerk dann wiederum ab. Ich würde ganz gerne einmal anstoßen. Es wird Zeit. Cheers. Die Winzer des 19. Jahrhunderts, des frühen 19. Jahrhunderts hatten sozusagen die Vorstellung, dass Wein etwas ist, was vergleichbar ist mit der menschlichen Existenz. Sie haben gesagt, Wein ist so wie wir und genauso wie wir Menschen, wenn wir geboren werden, Entwicklungen durchleben müssen, bis wir erwachsen sind, muss eben Wein auch entsprechende Entwicklungen sozusagen durchmachen, bis er seiner Maturität entspricht. Mhm. Ja? Und genauso wie wir atmen müssen, um all diese Dinge tun zu können, muss auch Wein atmen. Mhm. Ja? So, die Konsequenz daraus war, dass man gesagt hat, okay, wir müssen sozusagen jetzt die Weine regelmäßig atmen lassen, dass sie wiederum den nächsten Entwicklungsschritt nehmen können. Ja? Und dieses Atmen lassen, das hat man dann quasi über Umziehprozesse quasi vollzogen. Das heißt also quasi, man hat die Weine von Fass zu Fass gezogen und über diesen Umziehprozess konnte der Wein jetzt wieder atmen. Das oblag natürlich auch dem Wissen des Kellermeisters, weil damals war ich ja Kellermeister. Ja? Heute sind wir ja die Non-Interventionalist, wir sind ja nur mehr die Zuschauer. Ja? Also meine Aufgabe als Kellermeister ist es, das Potenzial eines Weines zu erkennen und ihm gemäß seines Potenzials so zu erziehen, dass er irgendwann einmal sein Potenzial erreicht. Deswegen hat man ja auch von der Schulung der Weine gesprochen. Das ist auch das, was letztendlich sozusagen diese historische Weinbereitung von der Naturweinszene unterscheidet. Die Naturweinszene ist eine anti-autoritäre Erziehung. Ja, das heißt sozusagen, großer Wein entsteht im Weingarten, nicht im Keller. Ja, die Kunst, großen Wein zu machen, ist es nichts zu tun. Das ist anti-autoritär. Ja. 19. Jahrhundert Weinmaking ist genau das Gegenteil. Ich bin der Kellermeister, der Wein ist mein Schüler. Meine Aufgabe als Kellermeister ist es, den Wein so zu formen,
ja, nämlich aktiv zu formen, dass er irgendwann einmal sozusagen dieses Potenzial erreicht. Allerdings nur mit den Mitteln, die es damals gab. Und mit da gab es eben noch nicht so viele Industriesachen. Wenn man jetzt vom Handwerklichen einmal spricht, was ist die Konsequenz daraus? Oder? Das heißt, man hat die Trauben gelesen, man hat sie erstens im Weingarten schon einmal eingemeischt und dann sozusagen wurde dann die Maische kam in einen Transportfass und die Transportfass kam dann in den Keller. Dort wurde sozusagen der freifließende Saft abgelassen, der kam dann schon direkt dann in das Gärfass. Die verbleibende Maische kam in die Kälte, wurde dort zweimal gepresst, dreimal scheitern vielleicht maximal. Dadurch war das Ganze noch nicht vollkommen ausgepresst, sondern das Verbleibende kam dann noch einmal in einen Bottich, wurde dann aufgewassert, ja, und am nächsten Tag dann noch einmal gepresst. Daraus wurde der sogenannte Haustrunk fabriziert. Das war nämlich das, was eigentlich die Winzer damals früher getrunken haben. Der Haustrunk war eigentlich ein Getränk auch mit 4-5 Alkohol maximal. Oder so halt getrennt. Aufgezuckert mit ein bisschen mehr. Oder aufgezuckert mit ein bisschen mehr. Aber in der Regel, das war das, was eigentlich sozusagen die Winzer in der Familie quasi früher getrunken haben und auch quasi die Weingartenarbeiter. Weil der Wein, der wirkliche Wein, war sozusagen das Einkommen der Familie. Die Winzer selber haben eigentlich keinen Wein getrunken, sondern die haben eigentlich den Wein immer verkauft, weil das Einkommen der Familie war. So, was uns fehlt, ist der Zwischenschritt der Sedimentierung. Das gab es nicht. Also die Sedimentierung fängt erst im 20. Jahrhundert an. Die war aber auch nicht notwendig, weil der Saft sehr klar von den Korbpressen kommt. Stimmt, genau. Das ist der Grund, warum du quasi eben eine Korbpresse dafür verwenden musst. Der war relativ klar. Und jetzt sozusagen, jetzt wird es so vergoren, natürlich ohne Temperaturkontrolle, Und jetzt nach der Gärung beginnt dieser Schub. Schulungsprozess. Mhm. Das heißt, hier werden die Weine von Fass zu Fass gezogen und gehen erstens einmal, werden sie quasi belüftet, sie bekommen Sauerstoff und gehen aber gleichzeitig von der Hefe weg. Aber also die Weinbereitung des 19. Jahrhunderts. Zwischenfrage, ja. Was mit Schwefel? Schwefel gibt es seit den Römern. Ja, und wann erster Einsatz? Eigentlich sozusagen vor der Gärung, weil die Fässer, in die sozusagen vergoren also werden, die haben schon einen Einschlag. Die trocken konservierten Fässer mit Schwefelspänen geben den ersten Schwefel in den Most vor der Gärung. Genau. Dadurch setzen sich die richtigen Hefestämme bei der spontanen Gärung durch. Genau. Aber nach der Gärung, vor dem ersten Umzug, wie du sagst, bei uns sagt man Abstich, gab es auch eine Schwefelung? Gab es keine mehr oder ist sie so hoch gewesen, dass das reicht? Nein, nein. Geschwefelt wird immer beim Umziehen. Bei jedem Umziehen, das ist nämlich genau der Punkt. Genau, genau. Geschwefelt wird immer. Und das kann man nämlich sehr genau dosieren. Also Hast du das jetzt geschmeckt? Dass der mehr Schwefel? Nein. Das ist ja auch nicht so, dass der Wein mehr Schwefel hat in dem Sinne. Das ist ja, kommt das Ergebnis hinterher, heißt ja nicht, dass dadurch ein Überkonzentrieren vom Schwefel statt. Es geht nur darum, dass mit dem Belüften gleichzeitig natürlich auch Oxidationsprozesse stattfinden, die man nicht möchte. Mhm. Das heißt, man wollte beides. Man wollte dem Wein Luft geben, ihm atmen lassen, ihn größer werden lassen, wollte aber auch nicht haben, dass er kaputt geht. Die Weinstile des 19. Jahrhunderts waren alles oxidative Weinstile. Ja, das heißt, man ist ja auch in dem Umziehprozess sozusagen immer von der Hefe weggegangen. Mhm. Die Hefe wurde ja eher gesehen sozusagen als die Ursache all meiner Probleme. Ja, also zum Beispiel die ganzen Weinfehler, bakteriellen Veränderungen und so weiter, die hat man immer auf die Hefe bezogen. Aber gleichzeitig gibt es diese Aussage, dass man ein Kind nicht zu früh von seiner Mutter nehmen soll und auf der Hefe lagern soll. Das ist auch so. Es kommt auch aus der Zeit. Das steht schon auf euren Weinfässern, oder wie? aber grundsätzlich, es gab ja auch keine Filtration. Ja. Und daher sozusagen, und das Ziel, man muss ja auch denken, das ist ja auch etwas konträr zur heutigen Zeit. Heute zum Beispiel sehen wir sozusagen trübe Weine eher sozusagen quasi als Luxus an. In der damaligen Zeit war Luxus, wenn die Weine wirklich klar waren. Klar war. Ich gucke nur mal unter Licht. Er ist klar. Er ist klar. Und, das heißt, im ersten Jahr hat man die Weine 3-4 Mal umgezogen. Okay. Ja? Im zweiten Jahr 2-3 Mal umgezogen und jedes weitere Jahr 1-2 Mal. Wie lange lagen die denn, bis die mal getrunken wurden? Man ist sozusagen davon ausgegangen, dass also ein Wein, bevor er in den Verkauf, also mindestens einmal 3 Jahre liegt. Aber es gab immer auch ältere Weine. Ja, also es gab immer so 5,
15, 15, 20-jährige Weine, die man sozusagen im Keller aufgehört. Deswegen habe ich dann 2009 dann auch begonnen, dann Weine im Fass auf die Seite zu legen, dann für eine spätere Verwendung. So, und dann fingen die Probleme an. Und dann fingen die Probleme. Naja, wenn man das mal beginnt, dann wird es irgendwann einmal, wird es einem dann klar, dass sich das mit dem Platz dann irgendwann nicht mehr ausgeht. Weil es ist, ist da muss man bauen. Ich bin immer noch neugierig, was hinter diesem Wein steckt. Für mich ist immer noch spannend am Ende, was ist es jetzt? Genau, ja. Wir verwenden hier, also es ist nicht einen Jahrgang, sondern wir verwenden mehrere Jahrgänge. Also hier in diesem Wein der jüngste Jahrgang, und deswegen heißt er auch Tradition 3 Jahre, der jüngste Wein ist 3 Jahre im Fass. Hier in dem Fall Jahrgang 2019. Und dann sind aber noch zusätzlich dazu involviert die Jahrgänge 17 und 16. Und es ist auch jetzt nicht eine Rebsorte, sondern es sind mehrere Rebsorten. Der Hauptteil ist Grüner Veltliner, aber noch Riesling dabei. Und man hat vor 200 Jahren nicht einfach einen Jahrgang abgefüllt, nachdem die Jahrgänge immer sehr heterogen waren. Ja, also es gab Jahrgänge, die extrem große Quantitäten gebracht haben, aber die Weine dann vielleicht dann sehr wenig Zucker mitgebracht haben oder auch vielleicht sehr, sehr säure betont waren. Und dann gab es wieder Jahrgänge, die quasi dann etwas reifer waren und so. Und in der Regel wurden die Jahrgänge immer quer verschnitten. Also wir kennen das auch heute noch aus der Champagne, quasi mit den klassischen Non-Vintage-Champagnern, wo quasi mehrere Jahrgänge dann immer dann verschnitten werden, um eben diese Unterschiede dann ein bisschen auszugleichen. Dieser Wein ist jetzt kein Wein sozusagen für den Anfänger oder für diejenigen, die sich halt ein bisschen Wein trinken, sondern es ist für Menschen, die sich tiefer mit Wein auseinandersetzen und die sich eben quasi mit solchen Fragen dann auseinandersetzen. Und reizt dich in dem Zusammenhang das Thema Herkunft dann auch oder sagst du, naja, den Bogen können wir jetzt nicht spannen, das wird zu kompliziert? Herkunft ist ja doch immer noch ein Konzept, das ja letztendlich in seiner Zeit verhaftet ist. Das heißt also, das, was wir heute als Heiligenstein quasi wahrnehmen, ist ja immer noch etwas... im Zusammenhang mit dem Jahrgang zu sehen. Ja, nicht nur mit dem Jahrgang, sondern aber auch mit unserer Kultur zu sehen, also mit den Menschen, die es am Heiligenstein zu sehen und mit der Art und Weise, wie wir als Winzer sozusagen Heiligenstein heute sehen. Also, wenn du heute eine Flasche Clos de Vougeot vor dir hast, dann kann man sich die Frage stellen, ist dieser Wein jetzt ein Pinot Noir, der im Clos de Vougeot gewachsen ist? Oder ist dieser Wein ein Clos de Vougeot, der heute durch Pinot Noir ausgedrückt wird? Grundsätzlich ist es immer beides. Ja, ja aber da kommen wir ja genau an den Punkt. Jetzt hast du hier, Rebsorten sind nicht so wichtig. Ja. Wir gehen über die Jahrgänge gleichen Themen aus, die das Wetter mehr oder minder geschaffen haben. Ja. Aber du könntest ja natürlich sagen, okay, aber der Weinberg, die Charakteristik dieses Weinbergs, die ist immer da. Richtig, genau. So, und dann kommen wir an das Thema Herkunft. Und deshalb wäre es ja auch denkbar, du lässt es hier bewusst weg, es wäre ja auch denkbar, gerade so Herkunft ausdrücken zu wollen. Stell dir mal vor, du hast einen Clos de Vougeot vor 200 Jahren. Ja? Was war das für ein Wein? Also der Clos de Vougeot vor 200 Jahren war ein gemischter Satz. Das heißt, die war nicht nur Pinot Noir, sondern das waren mehrere Rebsorten. Ja, das sind ja unterschiedlich, weil genau in der Burgund war ja auch... Aber es kann ja auch andere Rebsorten die Herkunft ausdrücken als... Richtig, ja eben, ja, darum sage ich. Aber der typische Clos de Vougeot dieser Zeit war ein Wein, der quasi durch einen gemischten Satz ausgedrückt wurde. In den 50er Jahren, also beginnend in den 30er, 40er Jahren, war der typische Clos de Vougeot ein tiefdunkler Wein. So weit zurück war ich leider nicht am Verkosten, aber ich höre mir es gerne an. Also wirklich, wenn du mal die Chance hast, sozusagen einen Burgunder aus den 50er Jahren zu kosten, dann wirst du sehen, das ist ein tiefdunkler Wein. Warum? Die Krise der 30er, 40er Jahre und auch nach dem Krieg hat dazu geführt, dass die Burgunder-Winzer in einem extremen Wettbewerb zu Bordeaux standen und auch zu den Rhone-Winzern standen, was dazu geführt hat, dass man quasi entweder Rhone-Wein oder Algerien Deckwein sozusagen den Weinen beigemischt hat. Und das haben alle gemacht, kollektiv. Deswegen der typische Clos de Vougeot dieser Zeit ist ein tiefdunkler Wein. Diese Praxis wurde erst 1974 quasi durch das neue Weingesetz verboten. Also es war eigentlich kein Herkunftswein. Das ist das, was du sagen möchtest. Nein, was ich sagen will, ist sozusagen, dass der typische Clos de Vougeot dieser Zeit ein tiefdunkler Wein war. Mhm. Und zwar alle. Ja, und daher sozusagen das, was wir an Typizität für diesen Wein sozusagen gekannt hat oder was man zur damaligen Zeit gekannt hat, einfach ein Wein war, der sozusagen jetzt nicht ein heller Pinot war, sondern ein tiefdunkler Wein, der halt einfach Körper gehabt hat. So, und dann 1974 wird es plötzlich ein Wein, der sozusagen quasi
dem entspricht, was wir heute quasi als Clos de Vougeot kennen. Und ich sage, in 100 Jahren wird es auch nicht mehr Pinot Noir sein, sondern es wird eine andere Rebsorte sein, die den Clos de Vougeot. Aber es wird immer noch Clos de Vougeot sein. Und das ist eigentlich das Entscheidende, sozusagen letztendlich sozusagen diese Herkünfte, ja, diese Weingärten sind letztendlich sozusagen, das ist der Bestand. Mhm. Rebsorten kommen und gehen. Ja? Aber das, was wirklich Bestand hat, das sind die Weingärten. Da habe ich nichts gegen. Ja. Und das ist auch der Grund, warum auf dieser Flasche auch nicht mehr Riesling draufsteht. Mhm. Weil es geht nicht um die Frage, sozusagen, ob das jetzt Riesling oder eine andere Rebsorte ist. Es geht darum, dass es Heiligenstein ist. Okay. Es geht darum, dass sozusagen quasi dieser Wein soll sozusagen den typischen Heiligenstein dieser Zeit ausdrücken. Und das kann heute, das ist heute Riesling. Und ich bin überzeugt davon, in 100 Jahren wird es eine andere Rebsorte sein. Du hast mir ja auch sowas gesagt, wie man wäre ja ganz schön arrogant, wenn man denken würde, man wäre schon am Ende der perfekten Rebsorte. Wir Winzer, wir lieben unsere Rebsorten, natürlich. Aber glaubt ihr, dass nach 2000 Jahren Rebentwicklung, dass wir mittlerweile mit diesen Rebsorten am Ende der Evolution angelangt sind? War es das nun? Wird es nach Pinot Noir, nach Riesling nie mehr wieder was Großartigeres geben? Und da bin ich skeptisch. Mhm. Und das ist schon auch ein Aspekt an Gobelsburg, wo ich eben versuche, sozusagen hier zumindest zu suchen nach neuen Lösungen oder nach Möglichkeiten, wie wir diese aktuellen Probleme überwinden können. Ihr habt jetzt auch manche Anlagen neu gepflanzt, gell? Wo du gesagt hast, da gibt es so einen ganz einen Herrn, der dir sehr imponiert, der so wunderbare Kreuzungen schon gemacht hat und geguckt hat, mit einfach nur biologisch Spritzen sozusagen, wie das ausschaut und wo ihr euch es anschauen könnt. Klosterneuburg, also die Weinbauschule in Klosterneuburg, ist ja die älteste Weinbauschule der Welt. Mhm. Und wir haben dort einen Professor, der sich nach wie vor mit all diesen Kreuzungen sehr intensiv auseinandersetzt. Wir haben also eine Versuchsanlage, wo es also an die 1000 Neukreuzungen gibt, wo man halt einfach versucht, sozusagen jetzt neue Rebsorten zu finden. Und ich bin zu dem Dr. Regner hingegangen und habe mir das mal alles angeschaut, was der da hat. Und habe gesagt, Herr Dr. Regner, es ist einfach unfassbar, was Sie da eigentlich machen und was da steht und so weiter. Da müssen ja Unmengen von Winzer zu Ihnen jedes Jahr hinströmen sozusagen und sich das anschauen. Und da hat er gesagt, ja, 5 werden es schon sein. Das sind jetzt aber keine Piwis oder so, sondern es sind... Naja, also eine Piwi wäre ja schon eine fertige Rebsorte. Mm. Ja, also das ist, es gibt ja eine ganze Reihe sozusagen. Meinst du, jeder weiß, was ein Piwi ist? Erklär mal vielleicht. Also, pilzwiderstandsfähige Rebsorte. Stimmt das? Okay. Ja, das stimmt. Der Michael hat vollkommen recht. Es ist enorm wichtig, dass die Evolution weitergeht und dass man auf diesem Feld tätig ist, weil wenn es möglich wäre, ohne oder mit weniger Pflanzenschutz auszukommen, weil die Pflanze an sich eine andere Widerstandsfähigkeit hat und trotzdem edle Weine hervorbringt, dann ist es was, wo wir uns mit beschäftigen müssen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Mhm. Ich bin aber auch bei Michael, wenn er sagt, naja, in 200 Jahren ist es vielleicht nicht mehr der Veltliner und der Riesling im Heiligenstein und im Lamm. Mhm. Kann sein, muss aber nicht sein. Mhm. Ich meine, auf die Wette brauchen wir nicht eingehen, weil wir werden es alle nicht mehr erleben. Mhm. Aber ohne Menschen mit der Neugierde wie er, wird sich nichts verändern. Und wir brauchen Neugierde, wir brauchen Entwicklung, ganz klar. Und wir brauchen eigentlich auch eine gewisse Diversität. Ne? Also jetzt einfach zu sagen, wir haben jetzt diesen Scheuklappenblick und fokussieren uns nur auf 2 Sorten oder so, absolut. Das wäre eigentlich total absolut verrückt. Das ist für mich auch ein zweiter Aspekt eigentlich dieser ganzen Geschichte. Also nicht nur sozusagen, dass wir als Winzer natürlich alles daran legen, dass wir weniger Pflanzenschutz machen wollen. Ja? Weil wir machen das ja nicht zum Spaß, ja? Sondern das ist ja leider Gottes sozusagen ein Übel, sozusagen, das wir schlucken müssen. Deswegen glaube ich auch, dass wir eine Verpflichtung haben, alles zu unternehmen, dass wir weniger Pflanzenschutz machen müssen. Der zweite Aspekt ist, wenn man sich jetzt einmal auch die Geschichte der Rebsorten in Europa betrachtet, hat es schon in den letzten 30 bis 50 Jahren eine enorme Konzentration der Rebsorten gegeben. Mhm. Von den Tausenden von Rebsorten, die es früher gegeben hat, ist ja wirklich nur mehr ein Bruchteil übrig geblieben. Man kann sagen, dass wahrscheinlich 80% der gesamten weltweiten Produktion sich reduzieren lässt auf 10 bis 15 Rebsorten. Und das ist natürlich schon eine enorme Verengung sozusagen der genetischen Vielfalt. Und ich sehe zum Beispiel eine Chance in dieser Beschäftigung mit sozusagen dieser Weiterentwicklung der Rebsorten darin, dieses genetische Umfeld wiederum etwas zu erweitern.
Und das glaube ich, das, gut, ja. Ja, also das glaube ich, dass das eine große Chance wäre. Es gäbe ja zum Beispiel ja rein theoretisch, ja, könnte man jetzt mit dieser CRISPR, mit der Genschere sozusagen kommen, die alten Rebsorten quasi resistenter machen. Aber was passiert? Es passiert sozusagen, dass man quasi letztendlich einen Status quo einfriert und es letztendlich sozusagen diese Verengung der genetischen Vielfalt erhalten wird. Mhm. Und das glaube ich, das kann nicht in unserem Interesse sein. Also wir müssen ja eher schauen, dass wir wieder eine größere genetische Vielfalt bekommen und nicht eine kleine. Das zieht sich ja eigentlich durch, ne? Ja. Also Diversität ist einfach unheimlich wichtig, um eine lebendige Landschaft zu bewahren oder auch wieder teilweise wieder herzustellen. Ja, genau. Und wir haben natürlich als Winzer, wir sind auch Landschaftsschützer, Hüter, wie auch immer. Ja, der Daniel gesagt, Landschaftsgärtner seid ihr auch. Der Daniel ist vor allem Florist. So, jetzt hast du aber zu mir gesagt, was dich auch wirklich auf die Palme bringt, ist, wenn du so Winzer siehst oder Weine siehst, die einfach kopiert werden. Das passt ja auch nochmal zu der Vielfalt, die du dir eigentlich wünschst, ne? Wir haben schon in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass wir mit verschiedensten Hilfsmitteln Möglichkeiten haben, Weinstile anderer Gebiete zu kopieren. Mhm. Ja, und das ist jetzt mittlerweile kein Geheimnis mehr, sozusagen, wie sowas geht. Also das ist relativ offensichtlich. Und Weine schmecken ja auch technisch perfekt oft. Und die Weine sind sehr gut. Also ich kenne perfekte Kopien sozusagen der Burgunder, die kennst du nicht mehr von einem Meursault oder sonst irgendetwas heraus. Ja? Ich meine, ist es unsere ureigenste Aufgabe als Winzer, jetzt quasi Weine zu produzieren, die so schmecken wie von Kollegen anderswo? Oder ist es unsere ureigenste Aufgabe, sozusagen authentische Weine meines Gebietes und meiner Region zu produzieren? Mhm. Also da geht es jetzt sozusagen quasi jetzt einmal einfach um den Grundzugang und um das Selbstverständnis auch als Winzer. Und ich komme natürlich aus der Sommelerie heraus und ich sage mir, die Großartigkeit der Weinwelt ist ja darin begründet, dass es eben unterschiedliche Weinstile gibt, dass es Winzer gibt und Gegenden, die halt einfach unterschiedliche Charakteristika haben. Und ich habe auch mein Selbstverständnis immer darin gesehen und meine Aufgabe als Winzer immer darin gesehen, sozusagen möglichst authentisch mit meinen Weingärten und mit meiner Gegend umzugehen, um Weine zu produzieren, die in einer Blindverkostung eindeutig als Weine des Donauraums identifizierbar sind. Mhm. Und im besten Falle sozusagen als Weine von Gobelsburg. Dann muss ich sagen, dann habe ich mein Ziel als Winzer eigentlich erreicht. Die Chance ist hier relativ groß, dass das Ziel erreicht ist, weil das ist absoluter Benchmarkwein für Veltliner aus dem Donauraum und im Idealfall vielleicht auch für die Riedlamm. Ja, so ein bisschen ein Gegenstück zum Heiligenstein für Veltliner dann, mit etwas mehr Muskeln, mit etwas mehr Kraft, aber dennoch vielleicht auch so ein bisschen was seidig-öliges, dann aber auch mit trotzdem auch zart vegetativen Noten noch drin, also das ist kein Widerspruch, sondern das ist kann beides. Und hier haben wir, glaube ich, auch einen absoluten Klassiker, Jahrgang 2014. Wir sind heute in 2023. Das ist schon aus. Kino, ja. Ja. Das ist ja, das Lamm liegt ja so am Saum des Heiligensteins, kann man das so sagen, ne? Genau. Bei uns würden wir sagen, am Hangfuß. Am Hangfuß. Am Hangfuß, am Bergfuß. Am Hangfuß. Und dass das aber so unterschiedlich ist, ne? Das ist ein totaler Unterschied zu dem Heiligenstein. Aber trotzdem, wenn man beide Weine nebeneinander hat, sie sind sehr unterschiedlich und trotzdem verbindet sie was. Der Heiligenstein ist natürlich heller, auch etwas aromatischer. Der Lamm ist etwas würziger und trotzdem sozusagen, es gibt sozusagen etwas Unterliegendes, eine Essenz, dann wahrscheinlich aber diese Gesteinsthematik. Ja, ne? Genau. Also das heißt, wir kommen von dem Buntsandsteinigen oder Sandsteinigen und für mich hat es so ein Element wie so ein rotes Eisen, was so porös wird. Mhm. So diese mineralische Komponente. Die hat der Heiligenstein Riesling und garnt mit Frische und die hat das Lamm nach dem, dass die breiten Muskeln zeigt, kommt dann am Gaumen, kommt dann auch irgendwo wieder diese rote, sanfte Mineralität. Mhm. Für mich ist es immer schwierig, sozusagen über die eigenen Weine zu sprechen, weil wir als Winzer ja immer eine eigene Vorstellungswelt unserer Weine entwickeln, die
oft auch schwer mit Worten auszudrücken ist. Der typische Moorstein für dich ist sozusagen ein Bild. Ja? Und dieses Bild sozusagen quasi in Worte auszudrücken, ist eigentlich relativ schwer. Ja, weil wir haben eine sehr klare Vorstellung davon, aber du erlebst auch, dass der gleiche Wein von zwei Seiten beschrieben wird. Mhm. Und das klingt völlig unterschiedlich, aber beide meinen das Gleiche. Mhm. Gerade beim Moorstein ist ein schönes Beispiel. Der eine sagt mir, dass der Wein monumental ist und ein unheimlich kraftvoller Wein ist. Der andere sagt mir, das ist so ein eleganter, feiner Wein. Ja? Also stimmt, beides. Und halt. irgendwo meinen beide das Gleiche, weil viel da ist. Auf der anderen Seite ist es aber sehr zart und feingliedrig und schlank und geradeaus. Und das ist halt immer auch zum einen eine Frage der Wahrnehmung und dann, wie drückst du dich aus? Und ich finde, beim Wein ist es erlaubt, einfach frei Schnauze versuchen zu beschreiben. Ich habe die Erinnerung, als wir Kinder waren, meine Schwester und ich, meine Eltern haben immer uns auch mal nippen lassen so und haben gefragt, nach was schmeckt denn das? Meine Schwester hat immer irgendwie in geometrischen Formen Weine beschrieben. Also, das schmeckt wie ein Kreis, das schmeckt eher wie ein Dreieck und irgendwie so. Und das, weil ich weiß noch als Kind, dass das mein Vater super toll fand, was er da erzählt. Ich habe, was ein Blödsinn. Ja. Aber sie hat wahrgenommen und hat beschrieben. Und ich glaube, so muss man mit Wein auch umgehen. Ist sie Naturwissenschaftlerin geworden? Sie ist Ärztin. Ja. Ja, passt. Aber ich glaube auch, dass diese beiden Kunden von dir sozusagen, die den Moorstein so unterschiedlich beschrieben haben, letztendlich sozusagen quasi ins Schwarze getroffen haben, weil ich glaube, dass das ist, was letztendlich einen wirklich großen Wein auszeichnet, nämlich einerseits, dass es ein Wein ist mit Substanz, ja, das heißt, der die Tiefe und quasi den Ausdruck hat, aber gleichzeitig ein Wein ist, der die Feinheit und die Ziseliertheit hat. Ja. Und das ist doch das, was letztendlich alle großen Weißweine dieser Welt auszeichnet, ganz egal, ob sie aus der Burgund, aus Deutschland, aus Österreich kommen. Die wirklich großen Weißweine dieser Welt sind Weine mit Substanz einerseits, aber immer noch gepaart mit dieser Leichtigkeit des Seins und der großen Trinkfreude. Ja, und das ist, da würde ich noch mal drauf anstoßen. Ne? Cheers, super. Wir müssen noch mal über deinen Keller sprechen. Das müssen wir einfach. Du hast ihn ja noch nicht gesehen, Philipp. Ich habe ihn schon auf Bildern gesehen. Es ist so crazy. Ich habe auch schon drüber gelesen. Aber es ist so crazy. Der Platz wurde eng. Du hattest das Glück eigentlich, dass zwischen diesen wahnsinnigen Kellerröhren, die es ja schon gibt, in der Mitte ein großes, freies Grundstück war. Und da reden wir von wie viel Quadratmetern? Knappe 1000 Quadratmeter. Und dann hast du gedacht, okay, da bauen wir jetzt einen Keller hin, der wie so eine Art Verbindungsstück wird zu allen anderen Kellern. Die Geschichte ist natürlich sehr umfangreich, aber vielleicht um ich habe schon versucht, es zu. Ja. Schloss Gobelsburg ist ein Weingut, das halt über sehr viele Jahrhunderte gewachsen ist. Ja. Also die ältesten Kellerteile gehen noch ins 12. Jahrhundert zurück. Wir haben Teile, die aus der Renaissancezeit stammen. Wir haben Keller, die aus dem 17. und 18. Jahrhundert entstammen. Und wenn man jetzt quasi jetzt über eine Kellererweiterung nachdenkt, dann stellt sich immer die Frage, ja, wie machen wir das? Ja? Und das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Zugänge. Und ich habe mich damals sehr intensiv mit der Architektur der Zisterzienser auseinandergesetzt, weil die Zisterzienser ein Reformorden der Benediktiner sind und dieser Reformgedanke der Zisterzienser sich also in verschiedensten Lebensbereichen manifestiert, unter anderem auch in der Architektur. Also die Architektur der Zisterzienser ist eine sehr funktionale Architektur, eine sehr reduzierte Architektur. Bauhaus in unserer Zeit, richtig, würde man sagen. Also das, was wir heute den Bauhaus verordnen, also Form follows Function sozusagen, haben die Zisterzienser schon gelebt. Mhm. Und die hatten sehr genaue Bauvorschriften eben an die Klöster und die sind alle gleich aufgebaut. Nämlich in der Form, dass man quasi einen Innenhof hat, um den sich herum ein Kreuzgang spannt und um diesen Kreuzgang sind dann alle Funktionsräume des Klosters angegliedert. Also die Kirche, der Kapitelsaal, Refektorium, Küche und so weiter. Ich habe dann eines Tages eben diese Idee gehabt, dass es vielleicht nicht uninteressant wäre, im Kontext eines Zisterzienser Weingutes so einen strukturellen Aspekt hier in den Keller hineinzubringen, nämlich in der Form, dass man quasi einen Kreuzgang als Zentrum der Kelleranlage schafft, um den herum sich dann wiederum alle Funktionsräume des Weingutes angliedern. Mit aber einer Vorgabe, die fast alles gesprengt hätte, nämlich, dass er 500 Jahre halten muss. Ja, ich bin zum Architekten gegangen und da hat er mal kurz geschluckt, da hat er mal kurz drüber nachgedacht, was das jetzt eigentlich heißt und dann hat er gesagt, ja, das ist ein Problem. Das bedeutet ja, wir können keinen Stahlbeton verwenden. Mhm. Ja? Stahlbeton hält nicht länger als 100 Jahre.
Ganz interessant, wenn ich heute so durch Städte wie Dubai oder New York oder Dings gehe. Siehst du schon den Verfall? Schaue immer da hinauf. Also, in 100 Jahren wird nicht ein einziges Gebäude mehr hier stehen. Ich war gestern auf dem Eiffelturm und habe irgendwie gesagt, so ewig halten tut er auch nicht mehr. In Deutschland dürfte man wahrscheinlich schon nicht mehr betreten, war so mein Eindruck. Ja, vielleicht übertrieben, aber. Der wird alle 5 oder 10 Jahre wieder neu gestrichen, glaube ich. Ja, gestrichen. Normalerweise, wenn wir heute bauen, dann machen wir das so, dass wir von A bis Z durchplanen, dann wird es ausgeschrieben und dann wird es sozusagen exekutiert. Mhm. Ja, ging natürlich nicht, ja, weil der Statiker konnte sozusagen das alles entregen. Warum? Solche Gebäude werden nicht mehr gebaut, daher gibt es auch kein Statikprogramm, mit dem man das so berechnen kann. Mhm. Der hat das mit der Hand alles berechnen müssen. Ja. Vollkommen irre. Albtraum für den Buchhalter auch. Es gab keine Ausschreibungen, daher der Buchhalter, für den war das natürlich ein Horror, ja, weil wir haben nicht gewusst, was das Ding kosten wird. Ja. Wir haben aber auch dann im Nachhinein dann ausgerechnet, der ganze Bau war vielleicht um maximal 15-20% teurer als wie in Stahlbeton. Okay. Das heißt, ist eigentlich gar nicht so viel. Mhm. Also wenn man bedenkt, dass das alles handwerklich hergestellt ist, ja, und dass das sozusagen alles komplett gemauert ist, wir reden hier von Spannweiten von 7 Meter Gewölbebau, also das ist kein Spaß mehr. Ja. Also das ist jetzt, also, aber alle, die daran beteiligt waren, haben natürlich eine unheimliche Motivation entwickelt, weil sie gewusst haben, so etwas werden sie nie mehr wieder im Leben bauen. Ja. Ja? Ich glaube, man kann gar nicht so viel darüber reden. Ich glaube, man muss es anschauen. Man muss es anschauen, aber es ist ein Kraftplatz. Wirklich, es ist ein total toller Platz, muss man schon sagen. Hat mich total beeindruckt. So, wir kommen mal jetzt zur Schnellfragerunde. Michael, mit welchem Bein verführst du deine Frau? Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Das ist so einfach, weil eine Frau zu verführen ist. Nicht so aber es gibt eine klare Antwort: Madeira. Das ist auch schön. Das hatten wir noch nicht. Siehst du? Sehr gut, sehr gut. Philipp, du kommst ja heute von der Eichelmann-Enthüllung. Und wie ging es aus? Gut. Ja, und wie gut? Ja, wir wurden als Weingut des Jahres für die beste Weißwein-Kollektion ausgezeichnet. War ganz nett, ja. Ganz cool. Zum dritten Mal hintereinander. Ja? Nicht hintereinander, nein. Zum dritten Mal in fast 20 Jahren. Wahnsinn. Ja, also finde ich schon auch schön, dass man tatsächlich über so weite Zeiträume dann so eine Auszeichnung bekommt. Und ja, ich sag mal so, hoffentlich schaffe ich es nochmal, bevor das Lebenswerk dran ist. Aber weißt du das dann vorher schon, was du kriegst, bevor du dein Kurs oder so? Ja, okay. Also der Herr Eichelmann hat mich angerufen und hat mich gefreut. Ja. Oh, war schön, ja. Wie schön. Das Lebenswerk wäre ja auch schon verdient. Ohne was kann ein Winzer nicht sein, Michael? Sein Weingarten. Sein Weingarten, okay. Welche Regel brichst du am liebsten, Philipp? Dass ich nichts trinken wollte. Was ist dein geheimes Laster? Klavierspiel. Ich hätte gedacht, die Zucker. Ach so. Die Zucker auch stimmt, die Zucker. Weil der Michael hat in seinem Auto überall kleine Verstecke von so kleinen Bonbons. Vor allem hast du eins, das ist so crazy, das kennen wir in Deutschland nicht. Nein, das kennst du nicht, das nennt sich Firn. Ja. Und das sind so Methanol, also so, wie sagt man so? Ja, so Menthol. Menthol-Zucker. Methanol wäre schon wieder bedenklich. Das sind so Mentholzucker mit einem Schokoladekern. Okay, denkst du, es ist wie so ein Drachending und auf einmal so, Schokolade. Krass. Okay. Welchen Weinpreis hast du eigentlich noch nicht bekommen und hättest du gerne mal? Ach, ich glaube, da gibt es noch ganz viele. Ja. Große, internationale, keine Ahnung. Als Herr damit, genau. So spontan fällt mir da nichts ein, aber irgendwas wird es bestimmt geben. Was ist dein geheimes Talent? Müsste man eher meine Frau fragen, glaube ich. Also es gibt natürlich einige Hobbys, die ich so betreibe, unter anderem Fotografie. Ja, du fotografierst auch immer so ein Jazzfestival, gell? Tolle Fotos macht man, echt tolle Fotos. Also ich finde es eh krass, was du alles machst. Ne? Jeden Tag eine Stunde Klavier. Ja. Heute bist du selber hierher geflogen, das kannst du auch. Ich frage mich, schläfst du? Für mich das Wichtigste bei all diesen Dingen ist schon nach wie vor eigentlich meine Arbeit für die Weinbranche, sozusagen auch als Obmann der Traditionsweingüter. Schau, ich komme nicht aus dieser Branche, ich bin sehr offenherzig aufgenommen worden. Mhm. Und für mich ist es schon so eine Art Verpflichtung, quasi jetzt dieser Branche etwas zurückzugeben.
Das ist eigentlich auch meine Motivation als. Und das machst du permanent. Als, also, du hast ja auch in Deutschland ein Rufen, ein Ansehen, nicht nur jetzt in dem Bereich der Gastronomie oder des Weinhandels, sondern auch bei den Winzerkollegen ist also Michi Moosbrugger ist einfach eine Hausnummer. Ja. Und die Talente, die er dann noch so zusätzlich nebenbei hat. Verrückt, ja. Holala. Ich frage mich, wie er das alles hinkriegt. Bei mir ist das alles so banal. Ich habe ein bisschen Fußball gespielt in meinem Leben und dann zum Arschwein, aber mein Gott. Aber du setzt dich schon auch sehr ein, auch politisch und so. Jetzt kommt man nicht tief stapeln. Aber warum mag die Wachau denn das Kampf Teil nicht oder das Kammtal die Wachau oder die Wachau sonst niemand? Nein, natürlich gibt es immer irgendwo mal Befindlichkeiten. Ja? Ja. Aber am Ende des Tages ziehen wir immer am selben Strang. Okay. Ja. Als Außenstehender. Ja. Am Ende ist es so, die wollen ja eigentlich genau das Gleiche. Richtig. Es sind beides, also sowohl die Traditionsweingüter als auch die Vinea Wachau. Es geht schon am Ende um Herkunft, es geht um großartige Weine, die ihre Herkunft reflektieren und das wird in beiden Regionen großartig gelebt und deshalb diese kleinen Scharmützel, das ist nichts Besonderes, das gehört dazu. Das gibt es ja also in Deutschland im gleichen Maße. Also nur wo Reibung ist, entsteht auch wieder Neues und Gutes und geschenkt. Also die Wachau war übrigens für uns deutsche Winzer Anfang der 2000er der Quell allen gute Entwicklung, weil das hat die Weine aus der Wachau waren so, die trockenen Riesling waren so viel besser als das, was wir mit bei trockenem Riesling hier zum Teil hatten. Und das hat uns wirklich angefeuert, besser zu werden. Wir haben da unheimlich viel gelernt. Ja, was wirst du immer wieder zu Schloss Gobelsburg gefragt und nervt auch ein bisschen? Gibt's sowas? Nervt sich überhaupt, wenn jemand nachfragt? Also meine Frau sagt immer, dass ich ein bisschen sowas Lehrerhaftes irgendwie habe, also weil ich schon versuche immer irgendwie diese Dinge. Du hast halt ein Wissen. Ja, ja. Unglaubliches Wissen. Und wenn man das Wissen hat, ist es, glaube ich, auch notwendig, dann es auch loszulassen. Ne? Ja. Also das ist schon in Ordnung so. Also mir geht es so, ich will im Gespräch mit dir bin ich immer in dem Gefühl, wow, was der Mann alles weiß und ich bin am Ende aber dankbar, es erfahren zu haben. Also genau. das ist so. Also ich würde bei dir sehr gerne so Geschichtsunterricht nehmen. Fangen wir mal mit Klavierunterricht an. Stimmt, habe ich auch nötig, genau. Wie zufrieden bist du mit dem Jahrgang 23? Wie wird das alles so? Ich bin wirklich sehr guter Dinge, aber es ist noch sehr, sehr früh. Ich habe heute, als ich angesprochen wurde auf den Jahrgang von dem unterschiedlichen Herbst zu 22 erzählt, in 22 haben wir tatsächlich die Rieslingtrauben mit Jacken, langen Hosen und eher in kühlen Temperaturen geerntet. 23 war wirklich kurze Hosen, T-Shirt Herbst bis zum Schluss. Also schon andere Bedingungen, aber perfektes Wetter natürlich. Der Jahrgang wird anders sein als der Vorgänger, auch wenn beides warme Jahre sind. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Okay. Aber viel mehr kann ich im Moment einfach noch nicht sagen. Ja. Was bringt dich auf die Palme, Michael? Was bringt mich keine Zucker im Auto. Nee, das. Und Winzer, die was anderes sein wollen, als sie sind. Ah, sehr gut. Philipp, ich habe gelesen, es gibt einen Westhofener Chardonnay-Steingrube von dir. Wo ist denn die Steingrube? Die Steingrube liegt zwischen den Lagen Moorstein und Kirchspiel, beziehungsweise sogar Moorstein, Brunnenhäusen und Kirchspiel, ist so die Verbindung und ist die größte, flächenmäßig größte der Westhofener Lagen, die teilweise sehr, sehr spannende Bodenstrukturen hat, auch klimatisch gut ist, aber natürlich über ihre Größe auch Bereiche hat, die eher Lössle im Boden haben, die vielleicht nicht ganz so aufregend sind. Und als wir damals die Weinberge begonnen haben zu klassifizieren, ging es uns so, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir jetzt die Steingrube in kleinen Teilen auch noch in diese Kategorie der großen Lagen mit eingliedern, dann bekommen vielleicht die Kollegen am Rhein die Krise denken, was bilden die sich denn in Westhof rein, gleich mit fünf großen Lagen zu starten. Also auch Wachau. Insofern waren wir da zurückhaltend. Und jetzt kommt halt die Steingrube als erste Lage, so langsam im Geheimen. Und das Schöne ist jetzt tatsächlich, dass es tendenziell vielleicht die Lage in Westhofen sein wird, die so ein bisschen mehr das Burgunder-Thema prägt. Okay. Eben als erste Lage dann. Ja. Ah ja. Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig? Bach. Oh. Und danach mit Sokolov. Spannende. Also er meinte nicht Dick Bach, nämlich. Nee. Du bist schon immer auf den Knaller. Wann ist eigentlich die beste Zeit für Fassproben und wo darf ich mich wann bei dir einfinden?
Die beste Zeit für Fassproben ist definitiv irgendwie so zwischen 20. Februar und 20. April. Okay. Und du kannst mir gerne mal einen Fax schicken. Guck mich so an. Ich hoffe. Schick die Pferde Droschke vorbei. Uli Hoeneß kriegt auch immer noch Faxe. Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das? Fliegen. Ah ja, aber du fliegst ja quasi. Naja, aber selber fliegen ist doch was anderes. Da muss man nicht immer runter zum Tanken. Ne? Da kann man so in einem durch. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Dann sage ich einfach jetzt Dankeschön. Es war sehr, sehr schön, dass du eingeflogen bist zu uns. Allerdings. Danke, lieber Philipp. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und es gibt noch so, so viel mehr zu besprechen. Also wahrscheinlich musst du noch mal irgendwann kommen. Ja. Vielen Dank. Und tschin, tschin.